Lass den Battlefield laufen. Hey, na, da sind wir wieder. Wir sind wieder da, Pokémon Nuzlocke. Ja. Alter, du hast ja einen Bun. Das ist kein Bun. Zeig mal. Das ist kein Bun. Zeig den. Das ist doch kein Bun. Wie geil ist das denn? Das merke ich erst jetzt. Ey, Mann, das ist meine Future Trunks Frisur. So, jetzt geht's weiter mit Pokémon Nuzlocke nach langer Zeit wieder. Es wird famos und danach gibt's noch ein bisschen mehr Videospielkram. Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke nach all der Zeit. Ja. Wir waren krank, / im Urlaub, / beschäftigt. Ja, ich kann ganz transparent sein. Es tut mir leid, das geht ein bisschen auf meine Kappe, aber es liegt halt daran, ich war krank, aber ist zwei Wochen einfach mal krank geschrieben. Ich sag's einfach, wie es ist. Kappe, das ist halt einfach so. Es ist halt einfach so. Und da wir ein Team sind, habe ich gesagt, ey, wir machen das gemeinsam weiter. Hier. Nimm dir die Zeit, ich muss mir auch die Zeit nehmen. Und wir haben uns gesagt, ey, wir machen erst weiter, wenn ich wieder fit bin. Ja. Da bin ich wieder. Es tut mir leid, dass es irgendwie ein bisschen merkwürdig oder gar nicht kommuniziert wurde, aber hey, jetzt geht's auch weiter. Alles gut, oder? Liebe Freunde, ganz kurz, Transparenz halber, eigentlich wollten wir jetzt Battlefield gucken, für die VOD-Leute ganz kurz. Ich werde jetzt parallel den Battlefield-Stream offen halten, für den Fall, dass irgendwas passiert, wenn wir da kurz nochmal reinspringen. Wir wollten das eigentlich gucken, aber anscheinend haben sie das richtig ekelhaft kommuniziert, dass erst der Countdown angekündigt wurde. Ist aber nicht schlimm, wir spielen jetzt ganz normal Pokémon weiter, ich habe Battlefield auf dem Schirm und danach schauen wir mal, wie es konkret weitergeht. Ich gehe nochmal hier auf unser Spiel zurück. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, wir sind in Magmas Versteck. Wir checken noch mal unsere Pokémon. Wir haben Glut, Alter. Krasse Pokémon haben wir. Wir haben den Spielstand noch. Glurtok. Ah ja. Haben wir Gigasauger nur 6 AP. Ein AP einmal können wir es noch einsetzen. Toxin, weil unser Tank ist. Ja. Yeah. Schlafpuder, gut zum Pokémon-Fang. Rasierblatt, noch nicht so super strong. Mhm. Aber trotzdem. Oh ja, wir haben Zapdos, Cedric. Alter Donnerblitz. Eros. Sehr gut. Habe ich ganz vergessen, dass wir das ihm gegeben haben. Wir haben sehr gute Attacken, finde ich. Ich bin sehr zufrieden mit Aeroas. Fliegen, Donnerwelle, auch sehr cool. Und den Donnerblitz, der ist natürlich sehr, sehr gut. Katharina, unser Evergreen. Natürlich müssen wir darauf achten, dass die Spezialattacken hier nicht so stark sind wie die Normalattacken, weil die physischen Attacken bei ihr hier ein bisschen stärker sind. Mhm. Oh ja, unser MVP. Alter, der hat ja Spukball. Ganz vergessen. Der kann einfach alles. Das ist eigentlich unser Gunner. Der ist unser Schweizer Taschengunner. Ja. Die Weiterentwicklung von Gunner auf jeden Fall. Besser als Gunner. So, Knasti ist auch am Start mit Schaufler, Knochmarang. Wieso? Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit Knasti, wenn ich ehrlich bin. Wieso? Ich weiß nicht, ich fühl's noch nicht. Na gut. Ich fühl's noch nicht. Wir müssten uns auch mal unsere Box anschauen, wenn wir mal wieder am PC sind. Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Es ist nur ein Pokémon mit Stärke. Was ist da los? Ja, was ist da los? Das frage ich mich auch. So, Seemobs, das soll ja unser neues Projekt werden. Project Seemobs. Surfer, Frostbeule, Body Slam, Aurorastrahl. Zeig mal kurz die Werte. Yes. Ja, warte. Hier, wir haben der Spezialangriff. Alter, Spezialangriff 46 und das ist erst die erste Entwicklung. Das Ding wird zu Antje, ne? Das ist ja zu diesem. Ja. Ja. Zu diesem Riesenvieh. So, Initiative 19 ist absolut grauenhaft. Ja. Also ist aber halt auch ein Tank, hoffentlich. Guck dir das Ding mal an, wie soll es sich bewegen? Ja. Ja. Na aber, gut, okay, Magmas Versteck sind wir gerade. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das war das einzige, es war ein riesengroßes Labyrinth. Okay, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich... Wir haben da auf jeden Fall noch richtig viele Trainer zu bekämpfen. Oh Gott, dann heile ich mal kurz unseren Cedric mit einem kleinen Tränkchen. Haben wir kleine Tränke? Oh, habe ich Battlefield schon verpasst? Schreibt Nakamura. Nee, es gibt noch einen Countdown. Deswegen haben wir jetzt Nuzlocke einfach vorgezogen. Genau, starte du das mal hier. Ich weiter. Und wenn Battlefield läuft, gucken wir ab und zu mal rein. Und wenn es wirklich läuft, dann schalten wir direkt rüber und reagieren sofort. Für wie lange ist das angekündigt? Wenn es nur eine halbe Stunde geht, dann geht Nuzlocke heute eine halbe Stunde länger, oder? Eine Stunde geht das. Geht das eine Stunde? Die Präsentation, weiß ich nicht, wie lange die geht, aber die Präsentation ist ja jetzt gleich in der Stunde, weil EA kam wohl auf die Idee, 16 Uhr heißt nicht 16 Uhr ist die Präsentation, sondern um 16 Uhr kommt erst der Countdown. Naja, was soll's. Man kennt es. Scheiß drauf.
Aber nicht, dass da jetzt irgendwie der Countdown so gestellt wird, dass da irgendwie ein Bug kommt und plötzlich noch 10 Sekunden. Das wäre perfide. Ein Pokéball. Ein Sonderbonbon. Okay, alles schön sparen für später. Ein Rare Candy. Oh, Elias, du. Ich glaube, du hast noch eine kleine Aufgabe nebenbei. Und zwar gucken, wo wir Pokémon schon gefangen haben. Ja, das kann ich gleich machen. Ja, aber such erstmal Battlefield. Das hat erstmal Prio 1. Und. Das ist so geil. Ist wirklich noch, ne? Habe ich auch noch nicht erlebt. Naja. So, in der Magmahöhle haben wir wahrscheinlich schon was gefangen, ne? Ich gehe auch von aus, deswegen benutze ich erstmal wieder Topschutz. Okay. Ja, von Kant schuld ist. Muss immer dieses Google-Dokument aufmachen. Ja, geh also durch unsere WhatsApp-Konversation. Ja, ich hab das mittlerweile bei mir hier. Ich hab's mir im Shortcut abgespeichert. Die nächste Arena, ich glaube, die nächste Arena sind die Zwillinge. Die Zwillinge, ne? Magmas Versteck haben wir X-Lord gefangen. Wer war X-Lord denn? Ich glaube, X-Bald. Ah! Ach ja, der gute Axel. Wie geht's euch? Seid ihr gut erholt? Also, mir geht's gut, glaube ich. Ja, wie geht's dir, Wirt? Mir geht's mittlerweile besser, sagen wir es mal so. Noch nicht hundertprozentig, aber ich sage mir mal 85. Wir haben das ja im Forum angekündigt und da waren richtig viele voll süß und nett und haben uns gute Besserung gewünscht und haben uns nette Worte zukommen lassen. Das fanden wir richtig toll. Wir haben natürlich alles gelesen. Vielen Dank nochmal dafür an dieser Stelle. Danke. Nastasia braucht noch Freunde, ein Item. Ganz kurz nochmal. Ja. Ich möchte unbedingt wissen, also waren wir jetzt einfach zu unfähig? Oder haben sie das wirklich nicht angekündigt, dass da noch ein Timer kommt? Das würde ich tatsächlich ganz gerne klären. Also haben wir das nicht auf dem Schirm gehabt? Oder war das gerade wirklich einfach nur ein mieser Move von den Battlefield-Community-Managern? Also weiß das irgendjemand da draußen? Das wäre tatsächlich super nett. Ja, er hat euch einfach hart geprankt. Mhm. Ich glaube auch. So, okay. Ja. Was ist los? Also nee, ich guck gerade in den Chat, es ist uneinig. Haben sie nicht angekündigt, okay. EA ist schuld. Na gut. Team hat mal Ruppel. Los, Socko! Na, glaubst du, Socko kriegt das hin? Ja, klar. Socko wird vergiftet. Also wenn er gegen einen Hornio verliert, dann hat er in unserem Team auch nichts verloren. Ja, überleg mal, es ist Socko. Warum haben wir den Socko genannt? Das war die Folge, die wir offline aufgenommen haben. Und da haben wir gesagt, ah, wir haben keine Ahnung, wie der heißen soll. Wir gucken auf einmal in den Chat rein, was da steht. Und da stand auf einmal Socko und wir so, oh shit. Wir sollten aufhören mit random Namen. Ja. Macht Sachen mit uns einfach vor 17 Uhr Nuzlocke starten. Ey, wir hätten es auch lieber anders gehabt. Ja. Aber. Oh, jetzt kommt ein starkes so Pokémon, weil ich ja Topschutz eigentlich drin habe. Ich nehme alles zurück. Um 17 Uhr kommt noch ein Countdown. Was? Der lässt uns nicht abhauen. Na komm. Für die Erfahrungspunkte. Für den Trailer von EA müsste jetzt sein. Ja, ich glaube, die haben aus der Vergangenheit gelernt mit Battlefront. So eine Sache wird, glaube ich, nicht nochmal so schnell stattfinden. Wer weiß. Nett. Ich bin mir. Battlefield free to play.
Und alle Waffen müsst ihr euch freikaufen. Bis auf das M16. Aber das Problem ist, wir haben ja wochenlang nicht mehr gespielt. Das ist ein Versteck. Hier ist alles wie ein Labyrinth aufgebaut. Ich habe beim letzten Mal den Controller nicht in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Nee, ich glaube, du bist schon auf der richtigen... Ich brauche deine... Auf der richtigen Fährte. Geh mal hoch. Ja, ich brauche deine... Ich glaube, die haben wir alle noch nicht bekämpft. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht bekämpft, ja. Moin. Hallo, alter Freund. Oh, hello there. Warte. Der gibt Erfahrungspunkte, oder? Ja. Wollen wir den abschießen? Oh nein! Wieso? Das Ding ist besser. Ist Feuer nicht stark gegen Eis? Ist es Eis? Ja, natürlich ist es Eis. Okay! Oh mein okay. Gott! Okay! Nee, Flucht ist eventuell... Ich heile ihn einfach erstmal. Nein, raus! Mach Miu rein! Und schieß ihn ab mit dem Maisstrahl. Vielleicht lässt er es nicht aus. Oh boy. Oh. So einen Volltreffer können wir gerade gar nicht gebrauchen. Ja, ich hau ab. Nein, mach doch. Mann! Einen Volltreffer können wir nicht gebrauchen. Ja, kämpf ja, weiter, wir sind doch jetzt dran mit brich dem in die Knochen. Dude. Unter meiner Aufsicht soll kein Pokémon mehr leiden. Er hat nicht gelitten, er hat ihn vernichtet. Socko. Oh, ich glaube, die haben wir schon gekannt. Die haben wir schon vernichtet, beziehungsweise die hast du beim letzten Mal vernichtet. Hallo. Okay, dann müssen wir, dann waren wir wahrscheinlich hier schon. Guter Lander wieder. Nee, gegen Brutalanda zu kämpfen macht keinen Sinn mit Socko. Ja. Aber mit Miu. Muchacho Strahl! Okay, easy. Ich bin gerade im Battlefield Reddit. Ja. Und lass es mich so sagen, sie sind nicht amused. Die sind wahrscheinlich genauso gerade drauf wie wir. Nani? Aber wer kommt auf diese Idee? Ankündigung? Ja, um 16 Uhr kriegt ihr einen neuen Trailer. Ja, ihr kriegt erst um 16 Uhr einen Countdown für den Trailer. Ja. Obwohl, es gibt auch mittlerweile Teaser und Trailer für ein Datum des Trailers. Oh. Panzeron. Oh oh. Okay, schieße dich ab. Ich habe mir gestern zufällig wieder den Trailer für das Diamant und Perl Remake angeguckt. Ich hab da richtig Bock. Ja? Ich hab voll Bock. Warum trifft er gerade alle? Oh. Wird bitte nicht. Wird. Was machst du, Wird? Ich weiß nicht, warum er immer noch angreift. Oh Gott, Wird. Was passiert hier gerade? Wird, was machst du? Ey, ganz im Ernst, du hast zugesehen. Was passiert hier? Frostbeule ist eine Attacke, die mehrmals angreift. Oh. Das hättest du mir auch sagen können. Ich hab nur, weil ich gesagt habe, dass du unter meiner Kontrolle hier kein Pokémon hast. Ja, du poppst direkt die Quittung. Ja. Ah, naja. Frost war ist wie ein Walzer. Okay. Ich kannte die Attacke nicht. Ich dachte, eine Eisattacke. Sorry, passiert, aber es war nur Socko, komm. Niemand mag Socko. Na gut. Ja. Weißt du, ich bin eigentlich nur eifersüchtig auf Socko, weil er so viel Liebe bekommt. Deswegen bringst du ihn um? Okay. Elias.
Ja, es sind. Nee, geh doch weiter. Geht's nicht? Nee, hier wird nicht gekämpft, deswegen gehe ich von aus. Nee, dadurch, dass es hier gekämpft wurde, wir sind, glaube ich, zurück. Soll ich weiter zurückgehen? Nee, geh da weiter jetzt. Okay. Also Leute, habt mich einfach nicht als Feind. Ist okay. Ja, das habe ich auch aus der Geschichte gezogen. Oh, Moment mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, komm, probieren wir es einfach. Nee, ich glaube, von da kommen wir. Wir müssen zurück. You sure? Ja. Ja, 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 ja. Hier geht's weiter. So, gehen wir hoch? Achso, da geht's nicht hoch, ne? Okay. So, okay, dann da runter. Ach, hier war es wieder so verwinkelt. Okay, runter, runter, durch. Ja, genau, jetzt könnten wir entweder durch diese Höhle oder weiter runter. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal ganz kurz in diese Höhle gehen und checken. Warte, ich muss mal kurz das Opfer hier rausnehmen. Ah, wir packen wir nach vorne. Ja, sowieso Low-Level. Flaschen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Wird besser. Ja, wir haben jetzt die Höhle verpasst, aber na egal. Was? Haben wir eine Höhle verpasst? Ja, da oben. Aber ist nicht schlimm. Kann ich noch mal hin. Kann ich jetzt gleich nochmal hin. Höhle wart ihr schon, wird hier geschrieben. Ja, okay. Glurtalk. Ah, nee. Da war ja was. Mhm. So Glur ist er nicht. Ja. Ja, Feuer gut. Angeschlagen, komm. Cedric. Wir dürfen nochmal sicher gehen. Du verdammt kleiner Pisse. Müssen aufpassen. Ja. Ist Verfolgung nicht so eine weirde Attacke auch wieder? Ja, ja. Dass wenn du jetzt irgendwas austauschst. Ja, hab ich doch eben gerade gemacht. Hab doch Schaden bekommen, weil ich getauscht habe. Ich meine, ob das jetzt immer noch so ist. Also über den kompletten Kampf über. Naja. Das Ding ist tot, was soll ich machen? Also nochmal hoch. Aber nee, gerade Höhle waren wir. Gold ist jetzt der siebte, der den Gag macht. Das sieht aber sehr stark, Battlefield sieht sehr stark nach Pokémon aus. Kriegen wir die 10 voll? Ich glaube, wir haben die 10 schon voll, nur weil wir zeitlang nicht hingeschaut haben. Sind das die Panzer? Das sind so Bohrpanzer. Kuchenlagern. Holt man sich kurz was zu trinken, da geht schon wieder eine hops. Ja. So ist es halt, wenn man Gott That's ist. Das ist Nuzlocke. Achso, ja, ja, genau, das ist Nuzlocke. Ich muss mich selbst dazu bringen, nicht ins Battlefield Reddit zu gucken, weil das ist gerade sehr unterhaltsam. Es ist wirklich so. Und weiß ich, was heute meine Abendunterhaltung ist. Nicht irgendeine crazy Geschichte zu dem Bär? Zu Ursaring. Ich muss gerade überlegen. Ich habe nämlich letztens dieses Video angesehen, wo du meintest, irgendwelche gecancelten Pokémon-Namen. Ja. Ganze Pokémon. Da war Ursaring, glaube ich, auch irgendwie mit dabei. Ja. Kann sein. Ich kann mich natürlich nicht an alles erinnern. Aber da gab es ja so einige Designs, die fand ich ganz cool. Zum Beispiel eine Vorentwicklung von Mauzi. Ja. Die es leider nicht geschafft hat. Und Girafarig, das hatte ja, glaube ich, auch noch eine Weiterentwicklung. Zwei Säulen waren ja eigentlich so Yin und Yang-Symbole. Gibt's hier nichts mehr? Nee, ist nichts mehr. Okay, müssen wir weiter runter. Oh, hello, Fräulein. Diese ganze Sektion gab es in den Hauptspielen nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch gar nicht daran erinnern, weil ich weiß, ich habe die Urversion einmal durchgespielt gehabt. Oh, ist auch so lange her. Ich kann mich an nichts erinnern. Und dann habe ich dann immer noch mal
Omega Rubin und Alpha Saphir geschickt. Ich hatte Alpha Saphir gehabt. Aha. Aber da habe ich es auch nur einmal durchgespielt und kann mich an nichts erinnern. Ja. Ich weiß halt nur, was neu dazugekommen ist. Ich glaube, das war die allererste Edition, in der Pikachu nicht mehr die typische Voiceline hatte, sondern Pika gesagt hat. Ja. Ey, du wirst diese Idee nicht mögen, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir Glutok Stärke geben würden. Guck dir das Moveset an und denk über die Idee nach und dann kannst du sagen, wie smart ich eigentlich bin. Ja, wir beide wissen's. Wir beide wissen's. Hm. Daniel Duck schreibt Matschbombe. Ja, Matschbombe ist das ein Synonym für Stärke. Matschbombe ist auch gut. Matschbombe? Aber ja. Haben wir das? Weiß ich gerade gar nicht. Check es mal gleich. Ja, Stärke auf Glutok. Ich hasse die Gollum. Oh, schnell raus. Du müsst nach Faust, aha, stimmt. Na, warum nehme ich ihn jetzt gerade raus? Visaflor gegen Kadabra. Oh, guck mal hier, Misa schreibt, ihr hattet ihm in der alternativen Zeitlinie schon Matschbombe beigebracht. Erinnerst du dich daran? Die alternative Zeitlinie, ich kann mich natürlich nicht dran erinnern, weil es die eine Darkest Timeline? Zeitlinie. Was ist die Darkest Timeline? Das ist gerade die Darkest Timeline. Ist das unsere Darkest Timeline? Das ist unsere Darkest Timeline. Ja? Ja. Hier bist du besonders böse. Wir müssten einfach nur eine kleine Matz-Reihe für dieses Let's Play, wo wir halt so dunkle Schnurrbärte, also aus Pappe, anziehen. Scanner? Ist die Anime-Attacke? Ja, nee. Ja. Ich stell mir vor, wie in so einer anderen Zeitlinie so die krassesten Anime-Momente passieren. So im letzten Kampf setzen wir Scanner ein. Ja, yes. Und dann gibt's eine Zeitlinie, in der wir schon irgendwie nach dem zweiten Arena-Leiter wahrscheinlich das Let's Play abbrechen mussten. Ja, so ist das. So ist es. Was passiert, passiert. Hast du dir das Bild zu Cowboy Bebop schon angeschaut? Zum Live-Action-Serie mit John Cho? Nee, ich hab mich nicht getraut. Oh. Ich hab mich nicht getraut. Oh, ich fühl's nicht. Nee? Nee, Mann. Shit. Cowboy Bebop ist halt wirklich heilig. Ja. Okay, Baby. Ich würde sagen, wir hauen alles auf Lacho King und Omod lassen wir einfach passieren. Der wird schon nicht Bisaflor töten, oder? Aber mach doch einfach Aeroas auf Omod. Dann ist der komplett weg. Ja, und ich hab Lacho halt King, Gigasauger oder Rasierblatt? Ich hab halt einfach nur Angst, dass es eventuell nicht. Oh, trifft ja beide. Dass es nicht reichen wird. Nee, der ist durch. Ja, he's strong. Ja, Cedric 37. So. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, aber es ist ein Tank. Ja, aber sehr. Er hält das aus. Donnerblitz ist einfach geil. Ja, Donnerblitz ist geil. Ey, weißt du, fangen wir einen Radikal, bringen dem Donner bei. Alles geil, Mann. So, Ilias, sehen wir die nächsten Tage hier eine Switch Pro? Spürst du es? Fühlst du es? Fühlst du es? Ich will nur eine, von dieser ganzen E3-Woche will ich nur eine Sache. Ich will einfach nur Breath das nächste White. Zelda haben. Alles ohne Scheiß. Und vielleicht noch ein neues Mario, ein 3D-Mario. Ich glaube, sie nennen es Breath of the Wild 2 oder nennen sie es einfach was anderes? Ich weiß es, mir ist egal, sie können es auch. The Next Korok nennen. Skyward Sword 2. Würde ich spielen. Das ist einfach, das wünsche ich mir einfach innig. Wirklich. Also wirklich aus tiefstem Herzen. Skyward Sword 2? Nee, neues Zelda. Ach so. Neues, geiles Breath of the Wild. Breath of the Wild 2. Oh!
Und ich mach Mankey-Sprünge. Jetzt machen wir den Chat alle. Und Hollow Knight, ja, also wenn die noch Hollow Knight reinballern, dann kannst du mich nicht mehr halten, dann zerstöre ich das Studio. Ja. Ich hoffe für die Firma, dass sie das nicht tun. Also, will ich ja schon gern sehen, wie du das Studio zerstörst. Ach, ich weiß noch, ey, so eine E3, wo du am meisten Gefühle gezeigt hast, also den wahren Ilias. Das war damals, als Beyond Good and Evil angekündigt wurde. Der wahre Ilias. So pur, so rein. Ja, das war krass. Das war wirklich ein sehr besonderer Moment für mich. Aber davon hast du ewig nicht mehr gehört. Ich bin sehr skeptisch. Also wenn sie es zeigen, dann würde ich, glaube ich, nicht wieder so euphorisch sein. Chefentwickler ist doch weg. Bitte? Ist der Chefentwickler nicht weg? Der Chefentwickler ist weg, ja, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Vielmehr ist so die Vision wichtig und das ist halt mega ambitioniert. Ich weiß es. Ich weiß halt nicht, ob sie es so, wie sie es verkaufen, halt auch schaffen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Jetzt hört auf, über Socko zu weinen. Oh boy! Nein, bitte nicht. Oh Gott. Das wäre halt echt nicht geil. Wir brauchen den noch. Ich hasse diese Momente. Wir brauchen einen Geist, Mann. Aber selbst wenn, wir müssen ja immer wissen, wer Finale hat und den dann einsetzen. Alter, stell dir vor, wir hätten noch so zwei, drei Leben gehabt. Das wäre halt wirklich das Traurigste. Ich wechsle ihn aus. Oder soll ich ihn heilen? Ich heile den. Das wird schon. Hypertrank geht nicht daneben. Oh Mann, ey. Das trifft einfach alle. Frechheit. Ups. Puh. Ja, Beyond Good and Evil 2. Ilias, ich glaube, heute vor genau 2 Jahren war der Tag, an dem Breath of the Wild 2 angekündigt wurde. Erinnerst du dich an den Tag? Ja, ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, ich weiß noch, wie wir in der Tiefgarage unterwegs waren. Und dieses fette Grinsen einfach nicht mehr los wurde. Das war geil. Das war wirklich ein so geiler Moment. Weil heute vor 2 Jahren war ja genau die Microsoft-PK, war am gleichen Tag die Nintendo-PK her. Ja, wir sind da hingefahren. Wir sind, glaube ich, hingefahren. Ach, so war das. Wir sind da hingefahren. Und dann haben wir in der Tiefgarage geguckt und dann hatten wir keinen Empfang mehr. Wir haben das Ende nicht mehr mitbekommen. Genau, und ich meinte so, da kommt ja nichts mehr. Ja, und glaub, dann gehen wir hoch und dann lesen wir halt nur noch die Headlines. Ja. Breath of the Wild ist jetzt online und ich springe in die Luft. Die Microsoft-PK war doch gut. Ja, die war lustig. Da wurde Elden Ring angekündigt und so. Ja. Keanu Reeves war auf der Bühne. Es war halt so süß, wie ich immer so nach links und rechts geguckt habe und wir so mit so ganz feuchten Augen. Wieso feuchten Augen? Und Olli auch. So, boah, guck mal. Ich hatte feuchte Augen bei Just Dance, bei Ubisoft. Ich habe immer noch nicht das Square Enix PK-Video geteilt. Ich gucke mir das, glaube ich, einmal im Monat an. Gib mir das mal, ich will es mir mal anschauen. Wie wird da seine Tränen wegwischt und mich anflaumt. So, oh, ich film mich nicht. Ey, komm, Final Fantasy VII hat mir es schon echt gegeben. Die hat das mir erstmal tiefer gezeigt. Ja, das stimmt. Tiefer ist Bay. Bekommt Ilias überhaupt mit, was da im EA-Countdown abgeht? Ich hab den hier neben mir. Also ich sehe gerade nur noch einen Countdown. Ja, steht noch 25 Minuten. Aber wir gehen natürlich 5 Minuten vorher schon hin. Man hört immer wieder Geräusche. Die Geräusche hatten wir vorhin auch schon gehört. Welche? Bei Battlefield. Ach so. Ja, so ein Funkverkehr und so. Ja, das interessiert mich nicht. Ich will die Action sehen. Ich will den. Was jetzt ist denn? Oh, das ist der Chef. Guck mal. Nee, guck mal, da im See. Oh,
Ich dachte, das wäre ein Stein. Oh, nee. Der ist noch deaktiviert, der ist noch nicht, der ist noch grau. Heilen wir uns mal kurz unsere Kumpels kurz. Okay, Glutok vorne, ist das eine gute Idee? Hm. Ja, komm, Knasti nach vorne. Oder? Oder Cedric nach vorne, was denkst du? Ich würde... Ja, lass ruhig Knasti vorne. Okay. 100 KP? Da wird schon nichts schief gehen. Ich liebe es. Ich liebe es, wie optimistisch wir immer sind. Groudon! Jetzt kann er den Schlummer in den heißen mal stören. Ach, das Ding schläft die ganze Zeit. Okay, jetzt fängt's an. Oh, Krone hat Farbe bekommen. Jetzt bekommt doch die ganze Höhenregion auch so gleißendes Licht, also Sonnenlicht. Ah, es kommt doch die Dürre. So strahlt so doll, ne? Wer kommt auf die dumme Idee, noch mehr Landmassen herzustellen? Nochmal? Wer kommt auf die dumme Idee, noch mehr Landmassen herzustellen? Und dann die Meere dann austrocknen zu lassen? Oder wer kommt auf die Idee, noch mehr Wasser? Das ist eigentlich die noch dümmere Variante. Also ich finde beides mega dumm. Die Extreme. Naja, mehr Land ist eigentlich gut, aber nur noch Land und kein Wasser ist diskussionswürdig. Nochmal Rang, Flieg und Sieg. Aha. Ach, das Ding fliegt ja. Das ist im Boden. Ja. Stärke. Stärke. Stärke, this is the way. Ja, this is the way. Jetzt weiß ich, warum du Stärke hast. Ja. Stärke geht immer, Mann. Ich mach das nicht, um zu trollen. Das ist einfach ein smarter. Naja. Ach, der hat Lichtschild. Nastasia, mach was. Papunga. Nicht so gut. Ist ein Käfer? Oder? Nee, nee, ist Pflanze. Pflanze. Ja, come on! Das Problem ist, da ist jetzt Lichtschild. Unsere Spezialangriffe sind nicht so geil. Katharina hat eh nicht so einen geilen Spezialangriff. Ja, wird schon geil, 38. Das ist. Ja. Das ist viel stärker als unsere Pokémon. Ja. Ich hätte, glaube ich, eher Zapdos reingemacht. Und dann mit Aioras weggeballert. Ja, es reicht aber trotzdem. Es ist schon passiert. Hm, wo schläfst du nicht mehr? Statuseffekt. Alles ganz ruhig. Keine Panik. Kannst einen Laberkeks geben. Laberkeks. Oder Aufwöcker. Der Ekelsamen. Ah, jetzt greift die Force Evolution, oder? Ja. Okay. Ist auf Level 36 eingestellt, wenn ich mich nicht irre. Ja, wieso hatten wir das? Das bedeutet, dass ab jetzt alle Pokémon mit dem Level fertig geschlagen sind. Das Alter. Oh. Okay, Lichtschiff lässt nach, das ist schon mal gut. Mhm. Also ich hoffe mal, Papunga ist sein stärkstes Pokémon. Ja, wenn nicht, haben wir ein Problem. Ach, das wird schon gehen. Mach Zapdos rein, mach Zapdos rein. Zip, zip. Was, wenn die Pokémon ab Level 36 fertig entwickelt? Also sie haben immer die letzte und stärkste Entwicklungsstufe. Auch wenn sie eigentlich erst mit Level 40 sich entwickeln. Ja. Damit beugen wir halt vor, dass wir im Endgame halt so gegen Baby-Pokémon kämpfen und so. Mhm. Das Problem hatten wir beim letzten Mal gehabt. Was macht er jetzt? Initiative. Auf welche Spiel freust du dich denn eigentlich besonders jetzt die Woche? Hast du irgendeine große Hoffnung? Große Hoffnung? Also tatsächlich eher hardware-technisch, wenn jetzt die nächste Switch angekündigt wird. Glaubst du, ich habe mit jedem Tag, der verstreicht, bin ich skeptischer. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, dass Capcom irgendwie was Großes raushaut, weil Capcom ist
Ich weiß nicht, hatte bisher immer was Gutes dabei gehabt. Die letzten Jahre, was sie dann irgendwie im Januar oder Februar gelauncht haben. Letztes Jahr, glaube ich, war das nichts Neues. Ich glaube, das Neueste, was wir sehen werden, Resident Evil 4 Remake. Ist was? Resident Evil 4 Remake? Nee, das werden die nicht zeigen. Das glaube ich noch mega. Ansonsten Monster Hunter World 2. Nein. Devil May Cry 6. Street Fighter 6. Capcom hat einfach sehr viel, was sie theoretisch raushauen könnten. Und das sind halt auch Serien, die jetzt nicht irgendwie, oh, die haben wir seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, das ist ja eine Überraschung, sondern das ist halt, was sie zu jeden Konsolengeneration haben. Komm. Dahin, Niklas. Alter, 39. Ja. Pokémon, die Level ziehen ganz schön an gerade. Ja. Ansonsten, tatsächlich freue ich mich jetzt gerade auf das, was kommt, weil Battlefield ist schon. Ja, du bist echt Battlefield-Fan, ne? Ne, ich mag generell diese ganzen Multiplayer-Shooter. Also, wenn's bei Call of Duty ist halt, ich mag den Singleplayer und bei Battlefield mag ich den Multiplayer. Leute. Okay, Reflektor lässt nach, schon mal gut. Nochmal? Ja, nochmal, Step. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Jetzt kann er nicht mehr daneben hauen. Aber der müsste jetzt eigentlich down sein. Ja, Mann. Ansonsten, ich weiß nicht, ich erwarte tatsächlich nicht so viel. Ja, Sony wird wahrscheinlich auch nichts raushauen. Also, die werden definitiv nichts raushauen. Vor Ubisoft weiß ich auch nicht, was mich erwarten soll. Was mich jetzt noch hart überraschen soll. Also Rainbow Six Quarantine wurde jetzt zu Rainbow Six, was heißt das? Hab ich ja vergessen, aber das ist halt so ein Multiplayer-Modus, den keiner gebraucht hat. Das haben sie wegen der Pandemie gemacht, oder? Ne, die das Quarantine hieß es, ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt heißt. Aber die haben den Namen auf jeden Fall, glaube ich, geändert wegen dieser ganzen Pandemic. Ja, was auch. Extraction. Extraction heißt es jetzt. Cubrantonics. Warum lesen Sie nicht den Chat? Ich lese den Chat. Ja, weil ich gerade spiele. Was ist dein Problem? Ja. Deswegen habe ich nochmal einen Wingman. Fluchtseite. Was sonst? Hey, Nintendo-seitig. Naja, gut, die Spiele, die kommen, wurden ja schon angekündigt. Ja, Pokémon. Ich hoffe einfach mehr Gameplay zu dem neuen Pokémon Legends. Das kann sein, ja. Was soll ich sagen? Kannst Fluchtseil, glaube ich, benutzen, oder? Wir können abhauen, ne? Mhm. Müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich habe den jetzt besiegt. Geh mal kurz raus und. Mhm. So, und dann können wir, glaube ich, eigentlich schon zur Insel surfen. Also, wir müssen zurück. Erstmal zum Pokémon Center und hier Socko loswerden. Ja. Müssen Fallobst loswerden. So, hier ganz rechts. Hier? Nee, da kannst du noch nicht hin, oben. Ja. Ja, ne? Segrasulb. Team Aqua HQ. Wo ist denn Team Aqua HQ? Da rechts, glaube ich. Okay. Ach, stimmt, ja. Schade, dass Ubisoft Splinter Cell nicht mehr aufgreift. Ja, Splinter Cell wäre natürlich eine Serie, worauf ich mich sehr freuen würde. Das Problem ist, Ubisoft macht keine normalen Spiele mehr. Also nicht mehr im Sinne von Spieler, die du in 12 Stunden durchspielst und dann liegen lässt. Ja, den braunen Assassin's Creed-Spiele raus, die 60 Stunden gehen. Ja, was einerseits halt auch in Ordnung ist. Nein, es sind halt Service-Spiele mittlerweile. Ja, aber, ja. Also auch selbst Assassin's Creed wird ja immer ständig wieder neu versorgt. Mhm. Und ich glaube, sie haben es bei Splinter Cell einfach nicht hingekriegt, diese Formel eines Service-Games oder Online-Spiels auf Splinter Cell aufzugreifen. Ich weiß, worauf ich mich freue. Ubisoft Star Wars-Spiel. Das könnte angekündigt werden. Ach, von Massive, ne? Ja. Ja, ja, stimmt. Aber glaubst du, die zeigen das? Ich glaube eher, die zeigen sowas wie Avatar. Oh, ich musste gerade sagen, ah, oh nein, James Cameron. Yep. Wie nehmen wir ihn mit hier? Axelord. Boah. Warte, du kommst hier nicht hin. Ich würde eigentlich schon fast wieder zu Farid oder hier Pelikrani. Pelikrani war halt eine Bank.
Oh, Pelikani 36, also Pelikani ist, finde ich, sexy pick. Komm, dann erstmal Pelikani. Oh, warte. Wir haben, ja. Wir haben noch Waylord. Oh nein, Sokko hat. Oh, du ja, bist so Muda Muda. Danke für den Hinweis, Chat. Hätte noch den EP-Teiler. Kann man hier irgendwie den mitnehmen? Nee, schön wieder in das Team. Alter, dieses Menü ist auch unter. Bloodborne für PC, bitte. Das wäre. Ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich mittlerweile. Ist alt genug? Wäre nicht das erste PlayStation 4-Spiel? Ja, das war ja auch ganz merkwürdig, als sie gesagt haben, die Uncharted-Reihe kommt nochmal. Also 4, glaube ich, war es nochmal. Mhm. Uncharted 4, Days Gone. Days Gone. Horizon. Horizon. Und Bloodborne in 60 Frames oder sogar höher. Da würde selbst ich nochmal reingucken. Und der DLC, hast du den DLC mal gespielt? Nee, aber Alter, den würde ich, glaube ich, gerne nochmal spielen. Das ist für mich, der DLC ist besser als das Hauptspiel für mich. Okay, das ist krass. Das war wirklich, also fantastische Bosskämpfe, richtig geile Gebiete. Das hat mega Fun gemacht. Ja. Aber auch echt schwer. Bloodborne kam, war ja auch eine Empfehlung von dir, als ich gefragt habe, ey, welches Spiel soll ich spielen, wenn ich jetzt ein Soulsborne spielen möchte. Und dann meinst du, das Spiel Bloodborne als erstes. Hast du es durchbekommen? Ja, ich hab's durchgespielt. Ja, ja. Sehr gut. Das finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Und danach, als ich Dark Souls gespielt habe, muss ich feststellen, ey, mir zu langsam. Ich hasse es. Aber zum Glück kam Sekiro. Alter, Sekiro. Mm. Sekiro. Oh Gott, Ishin. Ich hasse dich. Aber der erste Kampf gegen Genichiro, oh Gott. Aber es war geil, wenn man's. Alter, als ich zum ersten Mal einen Blitz zurückgeworfen habe, ey, ich habe mich wie Zuko gefühlt. Ich habe mich einfach wie Zuko gefühlt. Das wollte ich eigentlich nochmal auf der PS5 spielen. In vernünftiger Framerate. Hero. Okay, in 6 Minuten, da wechseln wir das Studio wieder. Ja, wollen wir das Studio wirklich wechseln? Wir können es einfach hier gucken. Ja, Meister Reinke ist aber noch auf der anderen Seite. Ja, dann guckt das halt zu Hause. Hä? Die lassen uns nicht durch. Wieso nicht? Wo ist dieses U-Boot? Sag uns! Museum, glaube ich, oder? Werft? Ja, ja, ja. Zurück ins. Zurück nach Grappy. Graffit Forge. Graffit Port. Graffit Fall. Ja. Wir wollen Reinke. So. Ja, gut. Welches Smash Bros. Charakter kommt dazu? Also wir hatten ja vor 2 Tagen die Game Talk Aufzeichnung und ich fand deinen Vorschlag absolut fantastisch. Welchen denn? Phoenix Wright. Phoenix Wright. Fand ich einfach so geil. Also ich würd sofort den als Main Charakter für mich etablieren. Ich liebe den Protagonisten, würde Sinn machen, weil der schon bei was Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom 3. Ja? Ja, Ultimate. Das war. Da war schon ein sehr cooler Charakter, auch sehr witzig. So, ist das die Werft hier? Nee, das sieht eher nach. Geh mal hoch. Was ist das hier? Doch, das ist die Werft. Okay, geh mal ins Museum. Der klaut sich ein Museum, ein U-Boot? Die waren doch da mal. Geh mal rein. Ansonsten. Oh nee, müssen wir zahlen. Ja. Nee, Mann. Was sagt denn der Chat? Über dem Museum. Über dem Museum. Ah ja, das sieht richtig aus. Ah ja, das sieht nach Stress aus. Mhm, mhm. Ich war vielleicht nervös. Ja, ja, sieht gut aus, natürlich. In der Wasserhöhle. Wo ist Adrian? Okay.
Mhm. Okay. Kriegen wir es Taucher? Nee, noch nicht. Aber es ist interessant zu sehen, weil du, wenn du Rubin oder Saphir spielst, kriegst du ja nur eins von dem Vieh mit. Mhm. Und jetzt spielst du quasi beide Seiten. Und kriegst noch. So, ich glaube, jetzt können wir nach Segrasulb und in das HQ rein. Segrasulb. Ja, neuer Fire Emblem-Charakter für Smash wäre nice. Oh ja. Oder gibt's noch irgendeinen Charakter in Metroid, den ich vergessen habe, der noch nicht dabei ist? Bitte? Oh. Mother Brain. Alter, Mother Brain. Aber die hatten ja schon Ridley das letzte Mal. Ja, spricht was dagegen? Noch ein Metroid-Charakter? Noch ein Metroid. Also, was für ein Franchise wär's denn jetzt noch? Also, Kid Icarus haben die jetzt schon fast alles reingehauen. Ich würde mich immer wieder freuen, wenn aus Mega Man-Franchise wär's dazukommen. Wenn Zero noch dazukommt. Resident Evil, Jill Valentine. Gab's auch schon mal in Smash, hier in Marvel's Capcom. Der Monster Hunter? Der Monster Hunter! Monster Hunter gab's auch in Marvel vs. Capcom. Echt? Ja? Marvel's Capcom Infinite hatte einen Monster Hunter-Charakter. Aber welchen? Es gab keinen bestimmten. Es wurde einer, irgendein bestimmter, einfach einer erstellt. Aber der Monster Hunter quasi. Monster Hunter-Charakter, ja, aber es war eine Frau, glaube ich. Weiblicher Monster Hunter, der Jäger. Weiblicher Monster Hunter-Charakter. Krass. Pyramid Head? Witzig. Das ist natürlich. Ja, Pyramid Head ist aber so off. Wir haben ja ewig nichts mehr von Silent Hill gehört. Gibt's irgendeinen Konami-Charakter? Bomberman. Ach ja, und Metal Gear, nee, ja, Solid Snake. Solid Snake. Bomberman gibt's leider als Helfer-Trophäe, aber schließt natürlich nicht aus, dass er auch immer dazukommt. Sans wäre halt einfach nur krass. Stell dir das mal vor, wie das Internet brechen würde. Oh, Sora aus Kingdom Hearts. Da wird gerade tatsächlich nicht unwahrscheinlich. Okay, ich würde sagen, wir pausieren hier. Wir sind jetzt im Versteck von Team Aqua. Genau, wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder da. Das war fürs VOD. So, hier machen wir einen Schnitt und für die Live-Zuschauer und Zuschauerinnen gehen wir jetzt rüber in das Fight-Studio. Da gucken wir uns Battlefield an. Dauert nicht mehr so lange. 07:40. Und dann gucken wir uns hier schön die Präse an und danach geht's weiter mit Nuzlocke, je nachdem, wie lange das dauert. Ja. Rennen wir dann wieder zurück. Bis gleich. Welche Bohne bin ich? Es ist Krogi. Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Nuzlocke mit einem Timer, der euch hoffentlich nicht enttäuschen wird. Wir sind in der Team Aqua in der Höhle, Hauptstation. Im Hauptquartier. Und es geht direkt weiter. Das war eigentlich die längste Werbung, die wir je hatten. Und wir bekommen dafür kein Geld. Ich weiß nicht, wovon du redest. Im VOD ist nichts davon. Stimmt, im VOD ist es alles clean. Das Gute ist, heute ist Pokémon Nuzlocke eine Stunde länger. Hey, ja, freut euch, Leute. Richtig geil eigentlich. Können wir ein bisschen Progress machen. Ja. Progress, Werk mit Socko. Bekommt viel zu viel Aufmerksamkeit. Wo wurde das allererste Mal eingesetzt wird? Was? Diese Teleport in Pokémon. Saffronia City. Oder? Scheiße, bist ein G. Dude, Mann. Ich fand das damals immer nervig in der Arena von Giovanni, wo man sich die ganze Zeit gedreht hat. Ja, aber das war lustig. Ich würde das gern so im Real Life sehen. Ja, das hätte ich tatsächlich in einer Anime-Serie beziehungsweise in einem Origin-Film gesehen. Wampel. Casino habe ich gelesen. Das wäre auch so eine lustige Folge. Ash im Casino. Boah, das wäre lustig. Das wäre gut. Ist tatsächlich ein Pokémon-Manga so, ne? Gary geht ins Casino und kauft sich ein Porygon.
Wirklich? Ja. Beziehungsweise blau. Hast du den Manga eigentlich komplett gelesen? Ich habe jetzt die ersten 4 Bänder gelesen und ich werde noch weiterlesen. Und du meinst, es ist gut, ne? Ja, es macht schon Spaß. Es ist halt so ein bisschen, es geht an diese, ein bisschen naiv an die Pokémon-Lore ran. Ein bisschen anders erzählt. Aber trauen die sich spannender. Ein bisschen mehr? Ja. Pokémon gehen drauf. Mhm. That's the shit. Ja. Und die Arena-Leiter sind nicht so, wie man in der Anime-Serie kennt. Okay. Sind nicht alle so nette Kumpels. Okay. King Shark schreibt direkt zensiert, wie die Safari-Zonen-Folgen. Meint er den Manga? Der Manga? Im Manga erschießen sie sich doch auch ständig, oder? What the fuck? Alter, da wird Arbok einfach geteilt. Was? Onix wird in Stücke geschnitten. Okay. Oder explodiert. Okay. Hm, nochmal sterben. Okay. Okay, okay. Der macht mir Wehwehchen. Hab keinen Bock auf einen Volltreffer. Aufpassen, die haben jetzt keine niedrigen Level. Ja. Und beginnt heute eigentlich schon erst mit dem Showcase? Nee, ne? Oder doch? Doch. Oh, stimmt, Fabian und... Deswegen meinte ich auch vorhin zu Reinke, ey, wir haben doch eigentlich hier geiles Programm. Mhm. Ist nicht heute das Summerfest? Oh, das ist morgen. Vielleicht morgen, ich weiß, morgen um 20 Uhr ist auch was. Für immer. Denn. Kickoff Live Thursday. Wahrscheinlich nicht heute. Also morgen. Pudox. Ja, gut. Ach, heute ist die Vorschau, stimmt. Heute setzen sich Fabian und Gregor zusammen. Battlefield schon wieder vorbei. Ja, Battlefield war. Ja, ich weiß nicht. Das funktioniert nicht mehr. Ich kann mich noch an den Reveal-Trailer von Battlefield 1 erinnern. Der war geil. Der hat gebockt. War auch alles zwar nur, wie soll ich sagen, Mood-Trailer? Auch gerendert zum Teil, noch ein bisschen von der Story, aber der war einfach geil geschnitten. Von was nochmal? Battlefield 1. Okay. Kannst du dich daran erinnern? Nö. Das war, als Call of Duty Infinite Warfare angekündigt wurde und eines der schlechtest bewerteten YouTube-Videos war, weil es einfach wieder, oh Gott, das ist Call of Duty, oh Gott, da schon wieder Future, Double Jumps, das war so ein Meme zu dem Zeitpunkt, alle haben es gehasst. Und dann kommt Battlefield 1, spielt im Ersten Weltkrieg, du siehst Zeppeline, du siehst Panzer, die einfach so groß sind wie Klassenräume und dann spielt da eine Dubstep-Version von Seven Nation Army. Echt? Ja. Okay. Und dann hast du Battlefield 5 gewesen, was dann alle wieder gehasst haben. Oh, Battlefield 3 Trailer war auch gut. Da hat die Jay-Z abgespielt. Echt? Ja, 99 Problems. Musst du mal die ganzen Battlefield-Trailer angucken. Ey, Battlefield 3-Trailer war so gut. wir können mal eine Trailer-Show machen und uns die ganzen Trailer anschauen. Also, es gibt so einige Trailer, außer dieses Dead Island, nicht Dead Island Trailer. Es gibt mehr als einen Dead Island-Trailer. Es gibt viele gute Trailer. Hab den ewig nicht mehr gesehen. Der war aber gut. Der war gut, aber alle sagen immer so, Dead Island Trailer, beste aller Zeiten. Ja, das ist ein guter, aber mir kommt es immer so vor, einige haben nie andere Trailer gesehen, wenn die das sagen. Fassen wir jetzt. Schnell fertig machen. Fuchtler finde ich nicht gut. Was macht Fuchtler nochmal? Das ist wieder so eine Attacke, die ständig angreift und, glaube ich, auch stärker wird. Oh boy. Der Trailer war zu gut, das Game war Käse. Washi, du hast vollkommen recht. Wer hätte gedacht, dass aus Dead Island ein Loot-Game wird, ein Loot-Shooter? Okay, hier haben wir zwei Möglichkeiten.
Gehen wir erstmal unten rum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere gute Knasti gerade keine Chance hat, weil die ganze Zeit nur Flug-Pokémon vorkommen. Aber sie hat doch Stärke. Ist mal im Ernst. Ja, ich lass vorne. Nestball. Oh, der erste Bioshock-Trailer war gut. Oh, The Max Answer schreibt, verpasst nicht den Meisterball, der ist dort im Versteck irgendwo verborgen. Der Meisterball. Masterball. Meisterball. Oh, freue mich schon drauf, wenn wir irgendein Pokémon damit fangen. Wir hatten ja beim letzten Mal den guten alten Raikou gefangen. Oh, stimmt. Ja, heißt der Biester. Hunde. Komm hier nicht wieder. Ah, er schwebt. Knastascha. Und komm nicht wieder damit an, ey. Haben wir irgendein Pokémon mit Käferattacken? Wenn nicht, haben wir einen Pelikrani. Wer braucht schon Pokémon mit Käferattacken, wenn du. Ist heute noch irgendwer außer Seemobs gestorben? Ich glaub nicht. Nein. Fast? Aber noch nicht. Ich mach mal kurz diese Tür zu, macht mich wahnsinnig. Oh ja, mach das mal. Wir haben noch Aquaknarre. Keine Aquabälle oder so. Ja, Pelikrani ist ein Brett. Pelikrani ist ein Brett. Vielleicht wollte es das Schicksal, dass wir ihn wieder reinnehmen. Ich habe das Gefühl, Pelikrani ist unser neuer Gunnar. Ey, Gunnar war zuversichtlich. Der war. Also. Ja. Der war gut. Und Pelikrani ist es im Moment auch. Oh, guck mal, wie viele Bälle hier sind. Boah. Das ist wahrscheinlich der Bossraum. Mhm. Bock auf einen Doppelkampf oder wollen wir wieder solo? Ach ruhig einen Doppelkampf, finde ich. Ein Doppelkampf hier. Warum zum Teufel ist Seemobs gestorben? Dinge passieren. Dinge passieren. Was passiert? Passiert. Pie. Ja, ist Bodenflug, oder Skorgler? Ey, Skorgler ist. Das sind so Pokémon, die raff ich nie. Sieht aus wie Gift, ist aber, glaube ich, auch Boden. Könnte auch eine Weiterentwicklung von X-Bud sein. Also, ich bin da überzeugt. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich glaube tatsächlich, das Ding ist Bodenflug. Ja, vielleicht. Weiß ich wirklich nicht. Machen wir jetzt mal das Pi alle. Smash. Boah, Markus ist da. Markus schreibt Bodenflug, yes. Bodenflug, yes. Imarkuni. Warum ist er hier noch kein Mod bei uns? Bitte? Warum ist er noch kein Mod? Ja? Bist du schon Mod auf seinem YouTube-Kanal? Er hat bisher nur einmal gestreamt, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber er hat uns gehighlightet, ne? Auf seinem YouTube-Kanal. Kanäle, die man unbedingt abchecken soll. Okay. Jotok. So. Finte. Alles gut. Gib dem Gigasauger. Oh, Moment. Nee, ist Flug. Aber ist auch Boden. Ja. Neutralisier. Alt egal. Scheiß drauf. Laut Steam Infotech soll es eine Gefahrenzone in Battlefield 2042 geben. Eine Danger Zone. Oh! Da ist das U-Boot. Da ist das U-Boot. Aber ich will hier erstmal weiter. Weil ich glaube, hier kommen wir zu den Bällen. Oh nein, sind wir am Anfang? Oh, wir sind am Anfang. Oder?
Oder? Am Anfang. Ah, come on, kein Problem. Aber ich wollte zu den Pokébällen. Okay, das ist aber neu. Hier waren wir nicht. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Rechts? Hab ich doch gesagt. 50-50. Welchen nehmen wir? Links. Oh, richtig gut, Elias. Siehst du gut, dass ich nochmal zurückgehe? Oh, wir dürfen es fangen. Bist du sicher? Lubella. Dürfen wir es fangen? Naja, in dem Versteck haben wir noch nichts gefangen. Und das ist ein Static. Ja. Und das wir dürfen nur das erste Static fangen. Ist, oh, verdammt. Wahrscheinlich in einem anderen, viel geilere Pokémon. Ich kenne mich doch. Mein Pokémon. Aber Lubella ist gut. Würde ich nehmen. Ist schon fertig entwickelt, ne? Mal schön die Donauwelle erstmal. Da haben wir ein Pokémon, womit wir schwächen können. Ah, Bisaflor. Bisaflor. Lubella hat eigentlich auch schon unseren Nickname. Bella? Lubella. Lubella. Wir machen Bluebell. So, Rasierblatt wird sie überleben, ne? Klar, natürlich. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Lala. Einmal noch, ne? Einmal noch, Uno Mas? Ja. Einmal. Ja. Kein Volltreffer. Boah. Nein. Bro! Jetzt hör auf! Hör auf, was zu sagen. Es war ein Volltreffer. Ich dachte, unsere Pokémon machen Volltreffer, wenn sie keine Volltreffer machen sollen. Unsere Pokémon sind halt so. Na komm, Pokéball wird doch schon reichen. Nee, machen Superball. Nee, Pokéball, Disrespect. Eins, zwei, drei. Alter, Disrespect oder was? Boah. Wir müssen nicht so viele Bälle verballern. Einfach Disrespect gegenüber Bluebella. Du kommst hier nicht ins Hilton. Sonnenlicht intensiver. Rein, um die Sonne zu beschweren. Lassen wir es einfach Bluebella? Ich würde es einfach lassen. Ja, es ist Bluebella. Das ist unsere Bella im Team. Ja, es ist Bella im Team. In die Hölle. Oh Gott, es wurde in die Hölle gesteckt. Nein. Okay. Wer ist es? Ist noch ein Bluebella, glaube ich. Oh, nee. Ein Zatu. Aber finde ich nicht schlimm. Natu, Zatu. Na, Knastas, ja? Stärke. Nachtnebel. Wieso habt ihr eigentlich nicht die Infos von Battlefield besprochen? Haben wir. Es gab nur leider sehr, sehr wenig Infos, deswegen war die Sendung sehr schnell wieder vorbei. Du kannst zurückspulen, wenn du willst, oder es dir später auf YouTube nochmal angucken. Ja, und wir wollten unbedingt Pokémon weitermachen. Vor allem gab es auch nichts zu diskutieren. So. Ja, also, kannst ja jetzt kurz nochmal in Steam reinschauen, anscheinend sind da neue Informationen, aber zu den Sachen, was wir bisher gesehen haben, das ist ja nichts. Ja, mal gucken. Wir dürfen es nicht fangen. Oh, ich habe den Meisterball. Ja? Wollen wir trotzdem gucken, was in Ball Nummer 3 ist? Klar. Lass mal heilen. Wir durften es sowieso nicht fangen, deswegen halt. So, hier steht nur, was man in der Gold Edition alles bekommt. Ja, natürlich. Ultimate Edition. Nugget. Über dieses Spiel. Bui, ich hab ein Nugget. Personen. Das ist stark. Ich glaub, früher waren es 64. Die Spieler erwarten mehrere spektakuläre Spielererlebnisse. Mhm. Angefangen über Arbeits Multiplayer-Klassikern wie Eroberung und Durchbruch bis hin zum brandneuen Gefahrenzone-Modus. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich der Battle Royale-Modus, der nächstes Jahr erscheint. Wie Battle Royale, ja. Aber das war es eigentlich schon. Ja. Das ist die 128? Auf einer Map finde ich aber schon krass. Ja, ich glaube, früher waren es nur 64, aber 128 hatten die damals schon mit Battlefield 2 angekündigt, konnten es aber nicht umsetzen. Das Interessante bei Battlefield 2 war ja, dass die es da schon eingeführt haben, dass die Maps die Größe anpassen, wie viele Leute drauf sind. Mhm.
Und Early Access zur offenen Beta gibt's natürlich nur, wenn du die Gold Edition hast. Wann ist die? Das steht hier, glaube ich, noch nicht. Zumindest sehe ich's nicht. 128 nur Next Gen, 64 auf alten Konsolen. Wars Wolfgang. Vorstand. Holy Moment. Shit. Nein. Das stimmt nicht. Early Access gibt's auch für die Standard-Edition. Ja? Yeah? Also so sieht's hier zumindest aus. Also wenn du es jetzt vorbestellst. Okay. Jetzt habe ich nicht gerade gelesen, was die Attacke ging daneben. Ich habe nicht gelesen, warum. Bitte? Warte, ich muss nochmal gucken. Okay, die ging einfach nur daneben. Jesus Christ, der Tank. So, jetzt gibt's ordentlich IP. Mhm. Alter. Schön, fast 2000. Ja, weißt du, was ich die ganze Zeit vergessen habe? EP-Teiler? EP-Teiler auf jemanden zu setzen. Wer ist heute beim Game Talk Spezial? Das sind Fabian Käufer und der gute Gregor. Die gehen die komplette nächste Woche mal für euch durch. Hm. Ich glaube auch direkt im Anschluss hier. Direkt im Anschluss? Also bleibt da gerne dran. Geilo. Hier ist die normale Edition, hat kein Early Access, aber dann lese ich das hier falsch. Weil hier in dieser Infografik steht Standard-Edition, Gold-Edition und Ultimate-Edition und überall ist ein Haken für Early Access. Aber nur halt in der Vorbestellung. Nein! Der Boss ist weg! Unter Wasserhöhle, falls ich mal... Tiefseeregion. Sekrasu. So, ich glaube, in der nächsten Stadt bekommen wir auch Taucher. Okay. So, jetzt sind nämlich diese Weimar-Barrieren weg und wir können weiter surfen. Von der Weimarer Republik? Nein. Mann, ey! Wenn Nils das macht, ist okay. Wenn Andreas das macht, ist okay. Nein. Wird das gleich? Nein. Alles nicht erlaubt. So. 64 Spieler für die Kreuzbox. Okay. Na. Welche Stadt? Also wir müssen jetzt weiter surfen. Nach rechts. Nach Mosbach. Mosbach City knows how to party. Mosbach City, yay. Knows how to party, yay. Oh, warte. Neue Route. Oh yeah, baby. Hast du EP-Teiler jemanden gegeben? Noch nicht, aber wen geben wir den dann? Katharina? Boah, Katharina muss leider langsam ausgetauscht werden. Katharina hat langsam so... Wir brauchen ein gutes Feuer-Pokémon. Ja. Das hat uns sehr gute Dienste erwiesen. Aber wir müssen den nächsten Step machen. Wen würdest du sonst einen EP-Teiler geben? Vielleicht gar keinen erstmal? Weil wir gar keiner im EP-Teiler geben? Ja, ich glaube. Also es sei denn, es kommt jetzt vom Chat ein richtig guter Vorschlag, aber mir würde jetzt keiner spontan einfallen. Außer wir holen jemanden aus der Box und leveln den hoch. Cedric trinkt nur mal im Moment auch nichts. Das habt ihr richtig gesehen. Selbstheilung bei Verwirrung. Gefällt mir. Ja, dann gebe ich Mio jetzt mal hier. Einen Seidenschal hatte. Oder S. EP-Teiler. Elias? Ja? Ich glaube, wir haben eine Nachricht bekommen. Wirklich? Wir haben ewig keine Nachricht mehr bekommen. Hm. Wollen wir reinhören? Okay. Hey Boys, ich bin's wieder, eure Annette. Ihr meldet euch einfach nicht, ihr treulosen Tomaten. Aber wisst ihr, was mir passiert ist? Ich wurde angebaggert, ja, von dem Scott. Der hat gesagt, komm mal in die Therme und iss ein Sandwich mit mir. Aber ich habe gesagt, nee, nicht mit dir. Das einzige Sandwich, in das ich rein möchte, ist, wenn ich der Schinken von Ilias und Wirt bin. Also, call me Boys, ich vermisse euch. Ich wünsche, das wäre Schnaps. Hallo, liebe Annette, schön, von dir zu hören, Wirt meldet sich. Nein, du kümmerst dich darum. Ich mach das Geschäftliche.
Business wird, hat Business Things to do. Okay, wir fangen jetzt mal einen neuen Freund, bevor wir hier einen Doppelkampf machen, oder? Mhm, finde ich gut. Okay. New Friendo incoming! Ich dachte, das wäre ein Ho, oder was ist aber nicht? Ho-Oh würde halt zwei Fliegen mit einer Klappe irgendwie schlagen. Ja. Aber Ibizak ist auch nicht schlimm. Es ist Ho-Oh für Arme. Sagen wir es doch, wie es ist. Ho-Oh für Arme. So, gleich einen Ball das wird, auf das wird unser YouTube-Titel. Wir haben ein Ho-Oh für Arme. Da müssen wir uns so richtig freuen. Oh, nee. Da haben wir überhaupt genug Balls. Ja, haben wir. Es ist nur ein O. Und finde ich auch gut. Ich dachte schon, es wäre Disrespect. Okay, womit greifen wir es an? Ich habe Angst, dass ein Aeroas das Ding killt. Nein, ist doch auch Flug. Ja, das hier ist ein krasses Flug-Pokémon. Ich würde es versuchen. Ist ein Gott. Glaube ich. Sollte reichen, oder? Ich würde auf jeden Fall noch einen Ball werfen. Warte, oh, sorry. Verklickt. Oh, auf Wish bestellt. Ja, komm, Superbälle. Ich drück unten W, wieso funktioniert das nicht? Nocturne auf AliExpress. Ah, Chat is on fire, ich liebe es. ja, das war Teeny, ne? Teeny the second. Oh, stimmt. Teeny 2. Teeny 2 gefällt mir. Teeny 2. Okay. Nenn mir Teeny 2, oder? Mhm. Tiny Teeny. Ey, du magst vielleicht ganz nett sein, aber ganz nett reicht für uns nicht. Aha. Muss nachher nochmal umstellen. Unsere Pokémon landen gerade alle in der Hölle. Achso, ja. Ja, ja. Machen wir. Da ist sie richtig schnell. Teeny Tech. Teeny Tech gefällt mir. Ilon Anton. Das ist Ginyu Force, was er da macht. Ja? Ginyu Force Pose. Das ist die von Ginyu. Oh Gott. Ich hab Angst vor Altaria. Ist halt auch ein Drachen-Pokémon. Ja. Ja, was fliegt. Ah nein, das ist eine Trank. Ah. Scheiße. Mew rein und. Ja. Eiskalt. Komm. Bam! Das wäre das Moment. Weißnebel. Elias, ich habe gestern mit Markus gesprochen. Was ist so ein Waifu-Pokémon? Waifu-Pokémon? Mhm. Was wäre so ein Waifu-Pokémon? Das ist naheliegend, ist immer Gardevoir. Ja, aber du hast ja auch dieses Teddy-Pokémon. Teddy? Ja, es so aussieht wie ein Teddy. Wie heißt das denn nochmal? Boah, keine Ahnung, hab vergessen, wie es heißt.
Wie heißt denn die Weiterentwicklung von diesem Teddy-Pokémon? Nicht Teddy-Ursa, das andere. Ursa-Ring. Nein. Das Teddy-Pokémon, dessen Weiterentwicklung ein Waifu ist. Haspiror, glaube ich. Haspiror? Ist es dieses rosa Ding? Nee. Nee, Moment. Oh, Schlappohr, oh Gott. Mega Entwicklung von Schlappohr, schlimm. Hier, das hier meine ich. Das ist Schlappohr, das ist ein Hase. Ach so. Ja. Ja, das meine ich. Hast du mal die Mega-Entwicklung angeschaut? Nee. Das hat komischerweise zerrissene Strumpfhosen an. Was? Das ist ein Kickboxer. Oh, tatsächlich. Aber ja. Aber ich finde sie irgendwie cool. Guter Pick. Das, die Mega-Entwicklung finde ich cool. Das hat was. Aber auch mega unangenehme Artworks. Ja. Sollte man nicht googeln. Der unangenehme Blick Richtung Chat. Das kommt jetzt. Ja, Husbando ist natürlich Bidoof. Aber nur Gott Bidoof. Ich krass mal alles ab. Ich muss hier mal alle Trainer finden. Aber ich muss sagen, das ist ganz schön gefährlich, so weit aufs Meer zu schwimmen. Oh, hier können wir tauchen. Mhm. Ja, schon am Strand. Okay. Oh, who that? Das ist Herr der Schildkröten. Haus des Schatztauchers. Okay. Okay. 124. Wir müssen gleich die nächste Route haben hier. Da bekommt man Evolutionssteine. Mosbar City! Here we go, hier ist auch Troy. Neues Pokémon erstmal, ne? Oder wollen wir angeln? Ich kann angeln. Surfen oder angeln? Ich kann angeln. Ich kann auch kurz meine Route. Haben wir eine super Angel mittlerweile? Wenn nicht, dann würde ich surfen. Ich check die Lage. Beutel sagt genauso. Profi-Angel nur. Profi-Angel, ja, surfen wir. Der König! Komm. Also ich nehm's. Baby! Nehm ich. Knast die raus. Das finde ich gut. Hey, das ist richtig hot. Finde ich gut. Ja, ist hot. Jetzt dürfen wir es nicht verkacken. Hat keine Wirkung. Ja, Bisaflor rein. Ja. Kein Problem. Ja, stimmt. Kampf. Aber Kampf ist ein Problem mit Pflanze, oder? Nein. Sicher? Kein Problem. Gift ist gut gegen Kampf. Haben wir sonst noch was, was wir paralysieren können? Body Slam kann paralysieren, haben wir nicht. Richtiger Ash-Move, Elektro gegen Boden. War lustig. Ja, aber ich dachte, zumindest die Donauwelle geht durch. Schlafpuder. Schön einschläfern. Ja, das ist kein Problem, wir sind Selbstgift. Aber! Oh yeah. Just aim for the horn. Naja, wie Pikachu einfach das Rizeris-Horn angreift, weil sie denkt, es wäre ein Blitzableiter. Und es funktioniert. Hat's funktioniert? Dieser Pokémon-Anime ist einfach Mist. Jetzt schon einen Ball werfen? Womit können wir da noch ein bisschen Wehwehchen machen? Ein viel zu starke Pokémon ist das Problem. Zeig mir nochmal die Attacken. Das killt es alles. Zeig mal Pokémon. Zeig mal Pokémon. Ich würde gerade. Nee. Ja, Knasti und Stärke. Es funktioniert halt. Ich meine, so verrückt das klingt, aber du hast recht. Weil ich. Siehst du, und ich wurde ständig immer. Sag mir nicht, dass du für diesen Moment allen Pokémon Stärke gegeben hast. Immer werden die Heugabeln rausgeholt. Ja, der will nur Stärke immer. Aber es macht immer Sinn. Immer wenn ich sage. Team Stärke, ey. Hast du das Bild heute gesehen, was ich Robin geschickt habe für Social Media? Nee. Okay, schade. Wieso? Weil ich glaube, das werde ich nochmal anpassen. Mit deinem Gesicht und dann ist überall Stärke.
Okay, das war gut, das war ziemlich gut. Das ja, komm, lass einen Disrespect versuchen. Disrespect wäre nochmal Pokéball. Oh, Nidoking. Wird das der ultimative Disrespect? Es wird's. Yes! Wir haben den König. Okay, oh, Hannes wäre schon wieder zu einfach, oder? Ja, weil es macht Sinn. Ja, Hannes macht immer Sinn. Sein Schweif ist enorm stark. Okay. Hier ist Hannes. Gott. Mit einer Bewegung kannst du einen Metall in den Sendemast zum Einsturz bringen. Nico Backking. Finde ich gar nicht so schlecht. Gino King ist ein guter Name, aber Gino ist vorbelastet durch ja, das letzte Pokémon. Dieses Riolo, oder? Das hat mich so einfach, das hat mich wirklich menschlich enttäuscht. Er hätte einfach ein großer Held werden können. Ja, ich würde wieder King Hannes machen. King Hannes. Gino muss sich erst wieder rehabilitieren. Ja. Dann muss noch, es muss irgendwas kommen. Also, King Hannes. Second of his name. Was? H-A-N-N-E. Oh Gott, müssen wir zusammenschreiben. Ja, auch lange nicht mehr gesehen, Hannes, ne? Pandemie sorgt echt dafür, dass man einige Kollegen nicht mehr so oft sieht. Geil. Geil. Ich bin mega zufrieden mit dem Pokémon. Will er hier mit uns prügeln? Oh, der will nicht mit uns kämpfen. Oh, das sind Psychos. Glaubst du, wir schaffen heute noch die Arena alleine? Wuchtschlag? Ja, wir haben noch eine ganze Stunde. Boi. Sollen wir das Nidoking beibringen? Boah, das wäre geil, glaube ich. Nidoking könnten wir das beibringen. Ja, komm. Ist Wuchtschlag eine gute Attacke? Hört sich auf jeden Fall wuchtig an. Warum Cis? Darf ich Knasti ablegen? Du solltest Knasti ablegen. Okay. You've got my permission to leave. Besser als Stärke? Ja, das wollen wir mal sehen. Nichts ist besser als Stärke. Erstmal kommen wir alle in den Himmel. Nee, ist nicht der Himmel, ist die Erde. Das ist die Erde. Alle Pokis kommen in den Himmel. Der Himmel ist nur für die Ruhmeshalle bestimmt. Ja, da kommen die ganzen Chefs rein. Ganzen Macker. Bewegung. Diese Attacke ist eigentlich nur für Schildlos und Schildlos Machomai gedacht, weil es dann immer trifft. Hat nur 50% Genauigkeit? Nee. Muda. Nee, noch nicht raus. Müller, Müller. Zieh ich's zurück. Das haben wir am Item, was dann immer trifft. Gibt's nicht irgendwie so ein Item, was dann dafür sorgt, dass die Attacken immer treffen? Eine Mankey-Foto oder so? Es gibt ein Item. Die Mankey-Foto. Die Mankey-Foto? Okay, das finde ich lustig. Wenn wir jemals eine Nuzlocke-Blu-Ray raushauen, will ich in der Special Edition eine Mankey-Foto. Die Großlinse. Okay. Mankey-Foto. Jeder Nuzlocke-Edition. Gucken, checken wir uns doch mal hier. Ey, Giftboden ist schon Psycho hier. Vergiftet bei Berührung? Mhm, hatten wir doch eben abbekommen von ihm. Sweet. Finde ich gut.
64. Angriff 64. Verteidigung auch gut. Initiative 56? Ziemlich schnell. Die Spezialverteidigung ist am schwächsten, aber trotzdem muss ich sagen, dieses Pokémon ist. Der ist ein Bay. Müssen auf Wasser aufpassen, aber. Energievor. Doppelkick, gut. Giftstachel, ja, okay. Ich krieg erstmal so einen stärkeren. Ich sag's, wie es ist. Ich guck mal, was für TMs wir sonst noch haben, okay? Du weißt, dass ich recht habe. Wesen hart. Eindeutig Hannes. Eindeutig. Wesenhart ist okay. Ich glaube, Harz sorgt dafür, dass die Verteidigung ein bisschen weiter nach oben geht. Maybe. Gucken wir, was wir haben. Kraftreserve, Sandsturm wollen wir nicht beibringen. Erholung, Raub. Hitzekoller. Ja, ey, wir brauchen noch einen Feuerpucki. Können ihm Zerschneider beibringen. Gib ihm Stärke. Stärke! Energiefokus bleibt! Mehr Angriff! Also wenn wir jemals einen Nuzlocke gegeneinander machen, weißt du, auf welche Attacke du dich vorbereiten sollst. Das Problem ist, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Obwohl, doch. Boah, ein ganzes Geist-Team. Stimmt. Kann so gut alles lernen. Du kannst ja mal checken, was es alles erlernen kann. Ja. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Was für eine Generation ist das nochmal? Es ist die dritte. Nido. King. Nenn mich verrückt, aber der Chat hat es vorgeschlagen. Lieben Dank nochmal für die Person. Nidoking kann auch Surfer erlernen. Oh. Aber macht das Sinn mit dem Spezialangriff? Hat er genug? Ich glaube, der hat nicht so viel wie Normalangriff. Aber war nicht wenig. Spezialangriff 54, Angriff ist 64. Gesu, dankeschön. Spezialangriff, ja. Kann man machen. Hoffentlich ist Stärke. Oh Gott, du willst gar nicht zugeben. Stärke, du weißt es. Du das weißt es, wir beide wissen es. Kann auch Flammenwurf erlernen, wird hier geschrieben. Oh ey, dieses Pokémon. Ey, ich warte ab. Ich warte ab. Auf was wartest du? Was es dann noch erlernen kann. Okay, Moment. Ich bin gerade dabei zu suchen. Aber ich gebe dem erstmal einen EP-Teiler. Dritte Generation. Alter, so gut wie nichts. Was? So gut wie gar nichts. Eigentlich hat er schon alles gelernt. Wer hat den EP-Teiler jetzt? AP-Top? Level 22 Fuchtler, 23 Fuchtler, 43 Vielender. Und das war's. Mehr kann er nicht. Und TMs, was kann er für TMs lernen? Ach, Mio hat den EP. Schaufler kann er lernen, Matschbombe kann er lernen. Ja, Schaufler ist eigentlich ziemlich gut. Erdbeben wäre nicht schlecht. Kann er Erdbeben lernen? Gibt's nicht als TM, glaube ich. Oder übersehe ich das? Ja, doch, gibt es. 26. Ja, nee, so viel kann er nicht. Erdbeben findet ihr noch als TM. Okay, das ist schon mal gut. Vielender ist auch gut, aber halt erst mit 40 irgendwas. 43 oder so. Hm. Mein inneres Mankey sagt mir Stärke. Du hast die Leute auf deine Seite gezogen. Ja, weil ich recht habe. Sie haben es endlich eingesehen. Vielleicht bin ich nur ein Narr. So, wir überlegen noch mal ganz kurz. Machen ein bisschen Werbung. Gucken wir uns noch einen Trailer an. Nee. Und sind dann gleich wieder zurück hier mit Pokémon Nuzlocke, der letzten und finalen, nicht Staffel, sondern Part. Bis gleich. Welche Pole bin ich? Es ist René. Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke, wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke, beziehungsweise wir bringen unseren Pokémon Stärke bei. So, wir haben nochmal darüber gesprochen. Wir haben ein sehr, sehr lustiges Bild auf Twitter bekommen. Das könnt ihr vielleicht nochmal anschauen. Danke schön nochmal, Jellyfish. Es ging eigentlich darum, dass Elias einen Fetisch hat, den Pokémon Stärke beizubringen. Das ist kein Fetisch. Ja. Hör auf, das sozusagen. Okay, ich habe einfach recht. Du hast einfach
Deine Taktik besteht darin, Pokémon Stärke beizubringen. Ich kann es ja gleich nochmal aufrufen. Aber das können wir uns mal gleich nochmal anschauen. Beziehungsweise Ilias zeigt das. Und ich glaube, er hat tatsächlich recht. Wir sollten ihm Pokémon Stärke beibringen. Wir haben ja immer noch die Möglichkeit, es zu verlernen. Das stimmt. So ist es ja. Und Stärke ist nie verkehrt. Also, alles auf Bizeps, wie mich Reinke sagen würde. Alles auf Bizeps? Okay, ja. Das ist lustig. So, Regie, können wir auf meinen Laptop kurz schalten? Ja, genau, hier. Von der guten Jellyfish oder von dem guten Jellyfish. Von ihr. Das ist... Das ist einfach wahr. Ja, es ist einfach wahr. Es ist einfach richtig gut. So, und wer hat recht? Wir wissen's. Alles klar. Ja, ja, Stärke, Ach, und diese zwei Leute, die sich dann wieder im Forum beschweren, die hören wir einfach nicht. Wieso, was beschweren die sich? Wegen was? Dass ich Stärke anzweifle. Sie haben recht. Energiefokus weg? Den Anime-Moment oder den Fuchtler? Weil das verwirrt uns irgendwann nach 2-3 Attacken. Also, man greift ja die ganze Zeit nur an. Ja, mach Fuchtler weg. Okay. Du wartest immer noch auf den Anime-Moment, ne? Wer weiß. Wer weiß. Der kommt, der kommt. Das sind alles Hater. Ey, lass mal shoppen. Wir haben Nugget, wir sind reiche Kids oder reicher Junge. Nugget. 5000, ey. Pokémon Speedrunner weinen gerade etwas. Warum? Weil wir allen Pokémon Stärke beibringen? Das würde mich tatsächlich interessieren. Ist das eine Taktik, die nicht so gut ist? Mann. Das ist eine gängige Taktik. Und Speedrunner würden doch nicht. Speedrunner machen es doch ganz anders. Ne? Ja. Also, es kommt darauf an, was für ein Speedrun. Machst du jetzt wirklich so einen Glitchrun, dann wirst du gar nicht mehr dazu kommen, um Pokémon Stärke beizubringen. Fuchtler ist schon echt gut. Naja. Nicht in unserer Timeline. Nicht in unserer Timeline. Das ist die Ilias-Wir-Timeline. Das ist die Vilias-Timeline. Sowas gibt's nicht. Hyperbälle. Immer ganz gut. Ja, können wir 11? 11 habe ich auch gedacht. Fabian ist stolz auf uns. Ich habe noch 2 Nuggets. Schreibt Abomolator. Wir haben 2 Nuggetten. Netzball. Ilias, kam mein frankierter Umschlag wegen deiner Haare an. Okay. Oh, what the fuck? Oh Gott, ist passiert? Ich hab keine Ahnung. Also ich habe keinen Umschlag bekommen. Aber du weißt, was du gesagt hattest, ne? Dass wir ein Stück deiner Locken abschneiden, wenn die uns frankierte Umschläge schicken. Habe ich das gesagt? Ja, das hatten wir gesagt. Das möchte ich gerne sehen. Das glaube ich nicht, bis ich einen Link gefunden oder gesehen habe. War sogar in der Folge. At Hypekultur, da könnt ihr ihn verlinken. Außerdem möchte ich ganz gerne wissen, warum. Also, was wollt ihr damit machen? Dich klonen. Vielleicht will man mir auch so einen Mord anhängen oder so. Ja. Yeah. Das könnt ihr alles bekommen. Schickt uns einen Umschlag. Na? At Rocket Beans TV Entertainment. Zu Händen Ilias Alawi, Heinrichstraße 9 bis 11, 22769 Hamburg. Wollen sich. Oh nein. Oh Gott. Okay, jetzt wird's einfach nur noch unangenehm. Hyperheiler. Da kommen wir noch wieder auf 5. Ich guck mal kurz nach den Nuggetten. Ich fand den Begriff gut. Ist es wirklich Plural von Nugget? Nuggetten? Nuggets. Nuggets, würde ich auch sagen, aber ich fand den Begriff. Nuggetten. Ja, wir haben nur einen. Nee, ich hatte den anderen schon verkauft worden. Wir hatten 2, ich habe tatsächlich das übersehen. Wie Kiryu Kazuma. Wer ist das nochmal? Kiryu Kazuma? Ach, ist das der von Yakuza? War das? Der unsterbliche Drache? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war doch, hier. Kiryu ist Yakuza Ghost Hausmann. Nee, der normale Yakuza ist das Spiel. Ach, warte, das ist der mit Augenklappe. Nein, das ist. Wie heißt der nochmal? Oh, verdammt. Majima heißt er. Majima war das. Ach, Majima. Majima war der Lustige. Hast du Zero mal endlich gespielt? Ich hab's gespielt, aber nicht durchgespielt. Ah, schade.
Das wird echt gut. Das wird sehr, sehr lustig. Oh, was ist das hier ein Casino oder ist es ein Pokémon Sprung? What? Bärenend? Nee. Das kenne ich nicht. Aber Oro Majima. Achso, nee. Achso, nee. Nee, 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 nee. Ach, stimmt, mit hier Pokémon Feuerrot und Blattgrün kamen ja diese Wi-Fi-Dinger dazu. Das war eine coole Idee. Fand ich auch. Ein leeres Haus. Aber LAN-Kabel hatte, nicht LAN-Kabel. Wer ist es nochmal? Link-Kabel. Link-Kabel, das hatte schon was. Das war schon echt geil. Ich habe mir extra damals als Pokémon erschienen zu Weihnachten Link-Kabel gewünscht, damit ich auch mit meinen Verwandten und so Freunden teilen konnte. Und ich fand's auch geil, dass der schon direkt mit so einem Adapter kam, dass sowohl der alte klobige Gameboy als auch Gameboy Color miteinander tauschen konnte. Aber du konntest halt nur einen klobrigen Gameboy mit einem Gameboy Color anschließen und du konntest nicht zwei klobrige anschließen. Da brauchst du noch den alten das alte Kabel. Das stimmt. So, habe ich jetzt alle Häuser mir angeschaut? Nee, bist du schon bei Troy? Ach, der war wahrscheinlich nicht da. Und oben müsste eigentlich hier das das Weltrauminstitut sein, oder? Oh, okay. Space, 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 Space. Oh, Rosenberg schreibt, dass wir noch Beleber haben. Müssen wir auch noch. Wir tun einfach so, als hätten wir nicht gesehen. Er guckt die ganze Zeit nach oben. Muss gehen, so weiter. Jetzt! Ah! Scott. Scott. Gleich noch mit dem sprechen. Mhm. Willst du auch mal mit Scott reden? Ich finde das ein bisschen unangenehm. Klar. Also. Da Annette angegraben hat. Aber gut, das ist nur ein Sandwich. Das ist, was soll ich schon? Soll ich ihn kurz ansprechen? Ja, mach doch. Ja, okay, komm. Das ist fantastisch. Na gut. Ob er weiß, was er im Kopf bekommen hat? Sehr stark, aha. Nein, nein, davon musste ich einfach selbst überzeugen. Irgendwas Merkwürdiges. Eine Warnung. Umfahrtszentrum. Mhm. Oh, da geht er wieder. Okay, der wollte uns warnen. Oh, guck mal, das in der Mitte sieht aus wie eine Rakete. Die die Glasfront. Oh, stimmt, warte. Ja, da oben noch so mit der Spitze. Geil. Sehr schön. Gute Idee. Socko has fallen. Oh, da oben links ist Troy. Sonnenstein erhalten. Das können wir mit einem Sonnenstein machen. Bluebella. Ja. Oder so ein Flora. Ah, ja. Pokémon ist Pokémon. Troy! Den Raketentreibstoff. Ist das nicht normaler Treibstoff? Wird nicht Benzin sein. Kerosin? Naja, aber sowas ähnliches wie. Ja, sowas ähnliches wie Kerosin halt. Ich weiß. Oder? Wahrscheinlich wird das auch so ein Gemisch sein, der sich dann. Der miteinander reagiert und dann komplett. Irgendein toter Dinosaurier wird es schon sein. Das würde mich wirklich interessieren. Wisst ihr das, lieber Chat? Wasserstoff plus Sauerstoff, ja. Okay. Das macht Sinn. Glaube ich. Ist das schon alles durchgegangen? Ja, alle angesprochen. Aber das ist nur die Forschungsstation, oder? Da ist jetzt kein Space Shuttle. Doch. Doch. Ja. Ist total absurd, oder? Dass man halt so ein Space Shuttle, beziehungsweise eine ganze Station auf so eine kleine Insel baut, die bewohnt ist. Anstatt in die Wüste, wie es in anderen Nationen ist. Das ist doch auf dem Berg, das muss doch reichen.
Also ich finde Flughafen schon ganz schlimm, aber ja gut. Raketen fliegen auch nicht jeden Tag. Gut, da super wahrscheinlich. Geil. Nice. Sicher, sicher. Nimmisch. Ich wollte früher immer so Raketenstarts als Kind sehen, als ich von denen erfahren habe und generell vom Weltraum. Aber meine Eltern konnten mir um Himmels Willen nicht erklären, warum es sowas hier nicht gibt. Dass man sich sowas nicht anschauen kann. Ja, damals gab es auch kein YouTube. Nee, ich wollte sowas live sehen. Ach so. Ich dachte so, ja, das kann man ja irgendwo sehen. Das ist wahrscheinlich irgendein Vergnügungspark, wo du hinfährst. Dann fliegt eine Rakete hoch. Es gab hier einfach keine. Keine Flughäfen. Ja. In dem Sinne. Erklär einem Space Kind das Konzept einer Nation. Bist du dumm, Junge? Ja. Ich glaube, wir müssen in eine andere Stadt, oder? Bist du schon in die Arena? Hier ist keine Arena. Doch. Musst du richtig suchen. Ich dachte, hier ist die, ne? Hier muss eine Arena sein irgendwo. Ich glaube links. Links oben. Ne, nicht hier auf der Ebene, auf der anderen. Ach, da ist die. Ich dachte, das wäre die Insel nicht. Okay. Weil ich irgendwie gesehen hatte auf der Map, da sind ja zwei Inseln. Das kommt noch wahrscheinlich, oder? So, ich dachte, die wäre hier, deswegen. Badcat schreibt, solltet ihr es noch nicht wissen, man kann an Trainern nur vorbeischleichen, indem man geht. Beim Rennen schauen einen die Trainer an. Oh. Interessant. Oh, wusste ich nicht. Metal Gear. Okay, dann müssen wir hier nochmal kurz rein. Kingstein? Sure. Für Lascho? Warum nicht? Ja, aber... Ich gehe nochmal hier ins Pokémon Center, damit ich die ganzen Sachen weglegen kann. Weil nicht, dass wir danach wieder Items bekommen, die wir nicht aufnehmen können. Weil unsere Tasche voll ist. Aha. Chatu schreibt, wollt ihr nicht noch in die Küstenhöhle? Ja, die ist oben im Norden. Aber ich würde erstmal, ich glaube, ein bisschen zumindest die Arena auschecken. Mhm. Wobei die Level wahrscheinlich ein bisschen zu hoch sind. Oh, für Quaxo, stimmt. Quaxo kann man ja auch mit einem Quapuzzi haben. Aber das geht auch nur per Tausch, oder? Ach, da war was, ja. Also wenn, dann müssten wir das im Emulator einstellen. Ja. Und ich glaube, der Emulator ist gerade alles andere als... Safe. Ja. Okay, okay, Baby. Sind wir bereit? Was für ein Level hatte eigentlich der Arena-Leiter? Weil wir hatten ja eben gerade schon bei dem Schauspieler-Typen. Im Chat bitte nur das Höchstlevel. Mehr müssen wir nicht wissen. Genau. Nur das Höchstlevel dieser Arena. Force Evolution ist nur bei den Gegnern, nicht bei uns. Ja, das stimmt. Level 42 ist Cap. Level 42, okay. Okay, was haben wir? 39, glaube ich. Ja, komm. Nicht mal 38. Ja, komm, 41 bringen. Wir können ja mit den... Ich kann ja hier noch ein bisschen herumsurfen. Wir können doch mit den Trainern erstmal. Ah ja, stimmt ja. Mit dem Fallobst hier. Oh Gott. Fallobst. Psycho. 42 ist die Antwort auf alles. Psycho. Jungs, bedenken Doppelkampf am Ende. Ja. True. Oh boy. Oh krass. Ich wusste nicht, was kommt. I didn't see that coming. Oh boy. Oder am Anfang. Lette Drift hat eine neue Bedeutung. Euer Team ist stark genug, also ballern. So, das würde ich ausschreiben, wenn ich die Leute sterben sehen möchte. Oh boy, King Hannes auf zweiter Stelle ist natürlich nicht gut. Aber ja, die sind auch alle fertig entwickelt, ne? Ja, aber weißt du, was gut ist? Ein Pelligrani! Ja. Du bist dran! Das Problem ist, unser Galoppa ist 35, ne? Ja. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl.
Elias, ich gehe gleich an den Strand und dann machen wir so eine Trainingsmontage. Als wäre so Captain Tsubasa, trainieren am Strand, laufen herum. Mit so Gewichten an den Beinen. Und dann schießen wir so wie Kojiro Hyuga gegen die Wellen, bis ein Loch ist. Wir trainieren uns einen Tigerschuss. Kojiro Hyuga. Geilster Typ. Boah, jetzt zur EM hätte ich echt Bock auf so eine neue Tsubasa. Neuen Tsubasa-Anime. Gibt es ja. Komplett neu? Ja, das ist ein Remake von der alten Serie aus dem Jahr 2018. Ja? Ja. Lief auf sich ProSieben Max. Alter! Warum nimmt das. Warum zieht das so viel ab? Oh no. Hätte Hannes mal Surfer gelernt anstatt Stärke. Hm. Alter. Ja, das macht mich alt. Das macht mich alt. Der Kampf macht mich gerade sehr alt. Ja, easy hast du doch. Ja. Pelikrani ist halt krass und das stimmt auch, liebe Leute. Okay, direkt zurück ins Center. Dein verunsicherter Blick so Richtung Chat immer. Ja. Also wollen wir kurz noch eine Strandmontage haben? Ja, komm, wir machen erstmal weiter. Ey, das ist ganz meistens, wird dann so wie bei, wir müssen gerade überlegen, Rocky 3 sein. Wo Rocky und Apollo jetzt zusammen am Strand trainieren. Das kann man doch machen. Und dann sieht man die ganze Zeit nur deren Oberschenkel. Okay, nochmal? Klar. Ja. Das lief eigentlich ganz gut gerade. Ja, aber ich lass King Hannes nicht da. Das ist, das ist kein Sidecore. Hier, ein bisschen. Puba. Wie? Was machst du? Ich bin ein bisschen nervös, Mann. Weißt du, Socko ist mir sowas. Ne? Wie kannst du sowas sagen? Das ist unser Socko come and goes like season hier. Scheiße. Okay, wir können die auch einzeln herausfordern. Okay, einzeln. Nein! Wir müssen uns doch vorbereiten. Ja, aber das sind ja die gleichen Erfahrungspunkte, so ist es ja nicht. Ja, aber wir müssen uns doch mental darauf vorbereiten. Okay, du hast vollkommen recht. Granbul. Naja, das ist in Zukunft eine Fee. Socko war für mich nur ein Werkzeug. Ist kaputt. Kannst du sowas sagen? Das ist Socko. Was für ein dunkles Herz hast du? Welches? Ich bin doch schon längst tot. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Wie mal ein bisschen die Balance. God of War. Ja, dann schnell raus mit dem hier. Nicht gut. Ist Psycho stark gegen Pflanze? Ist Gift. Unser Pokémon ist Gift. Ich vergesse immer, dass das Gift noch ist. Yes. Socko war zu gut für Wirt. Ja! Ja, absolut. Das sagst du nur, um das vor dir selbst zu rechtfertigen. Du, so gehst du mit deiner Trauer um. Wie so ein richtiger Anime-Charakter. Du weißt genauso wie ich, dass ich danach mir eine Packung Ben & Jerry's Solo weinen werde. Oh nein, was hab ich schon wieder gemacht? Socko Ehrenmann. Ehrensocke. Ah, das Gedankengut gefällt mir gar nicht. Ja, weiter Flügelschlag. Auf jeden Fall keine. Ja, easy, God of War. Okay. Ja. Ein Angriff und wir werden One-Shot Psychokinese. Hätten wir ihn austauschen müssen. Ja,
generell, also jedes Pokémon, außer vielleicht Mew. Okay, okay. Oh boy. Ah, wir müssen zurück und die einen Schalter betätigen. Oder auch nicht. Diese Sandwich-Arena, ey. Wenn diese KI nicht so dumm wäre, was soll das heißen? Echt, ey. Tommy Halo. Mhm. Ich hab gedacht, wir sind ein Team. Ja. Wir sind ja doch auf unserer Seite, oder? Oh. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott, oh Gott. Ja, Glotok beißt hier die ganze Zeit auf Granit. Aber hier kommt vierfach Schaden. Bam! Okay. Easy! Surfer, Cedric. Aber ich glaube, ich gehe noch mal komplett raus aus der Arena, weil ich glaube, eine Paarung haben wir übersehen. Ja, wir können ja erstmal die nächste machen. Ja, ja klar, wir machen erstmal alle, weil wir wollen ja die Erfahrungspunkte von allen haben. Ich sehe nur Zahlen. Ich sehe keine Pokémon. Nein! Oh, gut Geld, gut Geld. Okay, okay. Oho, oho, interessant. Ah, ja. Ja, ja. Wir wollen den Doppelkampf haben, ne? Ich lass mich von dir nicht bevormunden. Mhm. Ja, und? Tango. Ey, Glotok, schon wieder schlechte Wahl hier bei dem Kampf. Ja. Puh, muss ich mal gleich rausnehmen, also vorne. Wie nehme ich denn? Panzeron. Oh, Mew natürlich. Mew ist ein guter Pick. Stahl, Feuer wäre gut gegen Stahl. Und Tango ist normal, ne? Ja. Ist Panzerero nicht auch Flug? Ja. Das war ja, glaube ich, sehr effektiv. Flugstahl. Deswegen wollte ich Glotok unbedingt rausnehmen. King H. King Hannes. Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Aber gutes Stichwort, können gleich mal speichern. Ja, speichern geht immer. Cedric ist einfach eine Maschine. Cedric ist halt, ja. Cedric hat eine krasse Goff-Phase. Guck dir die Augen mal an, diese Ränder. Gentlemen. Ich glaube, hier geht es uns. Oh, interessant. Okay. Oh, wir sind wieder am Anfang. Huh. Ne, geh mal zurück. Was ist das oben rechts? Oben rechts hier? Ja. Das ist der Ausgang. Ah, okay. Wir wollen ja eh nochmal zurück ins Center. Ja, kurz. Dann haben wir nichts übersehen, weil ich dachte, unten links, da wo gerade rausgekommen sind, wäre noch Nee. Ein Weg gewesen zu anderen Arena, zu anderen anderen Trainern. Okay, machen wir so. Da-d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 a-
35 Stunden. Papa. Du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde dir zeigen, wie zäh Psycho-Pokémon sind. Schon mal gut, dass ich hier Dings nicht drin habe. Ja. Ist eigentlich perfekt. Das sind beide Counter. Ja. Surfen wir mal weg. Und du machst den Aeroas. Bap. Wir gehen zusammen durch dick und dünn. Wir gewinnen gemeinsam Orden, verlieren gemeinsam Spielstände. Oh, das hast du aber schön gesagt, Elias. Ist das Zitat? Ja. Yeah. Ja, ja. Nein, ich habe Angst, dass das Ding verbrennt, wenn ich es berühre. Okay, Pelikrani. Ah, Pelikrani ist einfach ein Brett. Ja, Pelikrani. Es tut mir so leid, dass ich dich unterschätzt habe. Pelikrani ist ein Killer. Ja. Trotzdem möchte wir es austauschen, wenn wir noch ein besseres Wasser-Pokémon haben. Er möchte sich seinen Stammplatz verdienen. Zurückerobern. Ja, ja. Das ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer. Moment, wir wollen Doppelkampf haben. Here you go. Ich glaube, ich wäre dafür, dass wir direkt den Arenaleiter machen. Oder die Arenaleiter. You feel lucky, Punk? Ich fühle mich gut. Fühlt sich gut, du fühlst dich gut. Das schaffst du. Wir. Elias, wir sind ein Team. Milotic ist eigentlich nur Wasser-Pokémon, ne? Ja. Aber Austausch ist auch ein Eis-Pokémon. Ja, aber Pelikrani schafft das. Na, es geht darum, dass Austausch halt so wirklich so eine Flak-Abwehr ist und beide Vögel abschießen kann. Oh, das sind ja beide Vögel. Ja. Ich würd's riskieren. Ja, warte, ich mach mal so. Gehen wir dem einfach Schelle. Ja. Weg damit. Ja. Useless. Elias will doch nur wieder mal nicht den Arena-Kampf machen, wenn er nächste Woche dran ist. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt doch voll. Was? Ich hab schon ein paar Arena-Kämpfe gemacht. Ich hab den letzten gemacht. Oder nicht? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich hab den Kniffligen bisher gehabt. Da, wo wir jedes Mal ins Schwitzen gekommen sind. Ja, da kann ich ja nichts für. Ja, ich weiß. Das ist wirklich RNG. Ja, wenn wir mal so eine Nuzlocke-Challenge machen, dann müssen wir den gleichen Seed haben, ne? Ja, mal gucken. Ja. Müssen wir schauen. Ah, fuck it. Ich bin dumm. Ba-da-ba-ba. Oder? Geht das jetzt? Nee. Nochmal? So, und jetzt musst du... Genau. Verdammt, da oben muss ich es auch noch bewegen. Okay. Nee, das war schon richtig. So, jetzt ist frei. Sehr gut. Okay. Ach, shit. Nein! Alles gut, alles. Alles gut. Alles gut, Mann. Ah.
Jetzt. Warte, ich guck mal kurz, wie stark unsere Pokémon sind. Also ich sag's, wie es ist. Es wird da auf jeden Fall ein Kampf. Sollen wir heilen? Vorher? Poké-Center? Chat, was sagt ihr? Sollen wir... Ich mach schnell Poké-Center. Ja, sollen wir den Kampf angehen? Ja, natürlich sagen wir ja. Oder noch kurz noch ein bisschen trainieren. Trainingsmontage. Wir haben noch 25 Minuten, Leute. Wir haben noch 25 Minuten. Freunde. Oh, können wir, liebe Regie, dürfen wir einen Chat, dürfen wir ein Vote machen? Ich glaube, der Vote ist nicht mal nötig. Hä? Guck dir mal den Chat an. Also, ich sehe da Stärke. Ja. Ein Vote. Wir fragen hier gerade, was der Chat möchte, nicht was die Regie. Also, ja, aber hier. Ja, okay, ich vertraue Jörg mal. Hat er recht? Ich guck mir den hier auch gerade an. Ich vertraue Jörg mal. Der schaut sich gerade meine Pokémon-Karten an. Der will ja ein paar haben. Der wird mich schon nicht verarschen. Oder? Mankey together strong. Mankey's together strong, ja. Ja, ich wusste es. Safe, einen Freund schon verloren. Komm, wir ziehen's jetzt durch. Ja, was denkst du, was ich gerade mache? Boah, ich hab echt. Shit. Komm, wir ziehen's durch jetzt. Yes. Ziehen's durch. Machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Doch. Wer das hier? Wir machen's. Ah, oh, fuck, ey, ich hasse mich gerade so sehr. Ich bin so froh, dass ich das gerade nicht machen muss. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, das war die Arena von. Oh, der Drachentrainerin, ne? Nee, das war die Höhle von Mewtwo. Oh, die Höhle von Mewtwo war auch pain. Die war richtig Hölle. Ja, pain in the ass. Ich erinnere mich auch an die Folge, das war auch im Sommer, wie ich mich da einen abgemüht habe und du da einfach nur daneben gesessen hast. Das ist krass. Oh, es ist so schlimm. Die Maps sind immer so schlimm. Und jetzt sind die einfach viel zu einfach. Pelikrani vorne? Ja, ne? Pelikrani und Cedric. Ja, ich finde es eine gute Kombo. Oh Gott. So zwei Vögel. I don't feel so good. Oder doch lieber Glurtalk an zweiter Stelle, so dass wir nicht zwei Vögel vorne haben. Komm, nee. Oder ich weiß es. Nee, komm. Lass sie drin. Oh boy, Ilias, ich bin mega nervös gerade. Wir schaffen das. Oh. Gemeinsam sind wir stark. China wird mich nicht vergessen. Ja, dann würde ich mal sehen, was. Das sind ja zwei. Sie fordern dich heraus. Jet, gibt es Ärger? Und es kommt noch viel härter. Willkommen in der Arena von Moosbach City. Ihr seid bestimmt auf der Suche nach dem Mentalorden, oder? Wir sind die Telepaten-Zwillinge. Gibt denn uns ja. Wie ihr seht, können wir ohne viel Aufwand kommunizieren. Ohne dabei sprechen zu müssen. In einem Doppelkampf sind wir unbesiegbar. Wir haben schon gehört, dass ihr die Kinder von dem Schwernöter Norman seid. Na mal schauen, ob eure Pokémon genauso krank und schwach sind wie euer notgeiler Vater. Hier bekommt ihr es nicht einmal, sondern gleich zweimal ins euer Gesicht. Gott, das wird auch immer dümmer, ey. Das wird auch wirklich immer dümmer. Es ist gute dumm. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber gut, alles klar. Ja. Die wollen uns in unser Gesicht geben. Wir geben denen ins... Oh Gott, das klingt auch nicht richtig. Wir geben denen ins Gesicht. Let's go. Wirklich? Willst du den Kampf machen? Ey, komm. Komm, wir schaffen das. Hey, bist du überrascht? Bist du überrascht? Zwei Arena-Leiter. Ja, wissen wir schon. Zwillinge? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nach dem Video. Okay, das ist gut. Alter, 41? Das ist nicht gut, Mann. Das ist nicht gut, Bro. Flügelschlag. Ich würde es austauschen. Sicher? Das ist Elektro, oder? Allerbest? Nein! Das ist Boden? Oder irgendwas? Das ist Wasser. Alles nur Wasser? Das ist kein Elektro. Okay. Na komm, wir. Also. Ich würde erstmal Aquana wegmachen. Aquana ist, glaube ich, Tank, ne? Ja. Fokussierter Angriff auf Aquana. Aquani.
Aquana kann Aurora-Strahl. Also, wird nicht mehr dazu kommen, Aurora-Strahl einzusetzen, weil wir das Ding jetzt. So nämlich. Und weg. Okay, das war nicht gut. Wow. Wow. Nein. Ja, Bruder, Bruder, Bruder. Oh, shit. Oh je. Ja, ist dumm. Ist dumm, ist dumm. Okay, nochmal Flügelschlag, scheiß drauf. Oder nee. Nee, nee, mach schon mal provisorisch Surfer. Für das nächste Pokémon, vielleicht ist das. Ilias. Millionen IQ! Millionen! Oh, nein! Okay. Alter, nein! H2O-Absorber! So, Anime-Moment komplett wrong. Ja, aber für die Anime-Moment, nicht für uns. Ja. Ja, okay, dann weiter Flügelschlag. Kann man nichts machen. Flügelschlag und Donnerblitz. Dann ist es aber auch weg. Volltreffer. Yes! Okay. Okay, okay. Das war aber nicht der Stärkste. Wenn jetzt ein Feuer-Pokémon kommt, bricht es mir das Herz. Alter, die Surfer-Taktik wäre so perfekt gewesen. Not today, Ilias. Oh, das ist der stärkste Pokémon. Okay, ja, direkt wegmachen mit Surfer. Boah, aber kann es. Aber ich finde es eine gute Taktik gewesen. Kann es Steine werfen? Es kann sein. Es kann sein, dass es Steine werfen kann. Ich sag's, wie es ist. Aber Surfer bringt es vielleicht weg. Oh, ich weiß es nicht. Level 37 nur. Okay, der ist schon mal weg. Jemini, Jemini. Zwei Level noch. Kabutops. Okay, ist es nicht. Oh. Kabutops ist Gestein. Aber auch Wasser. Ja. Nee, warte. Ammonitas ist Wasser, glaube ich. Aber das auch. Ja? Nee, ich guck nicht. Wir gucken nicht. Was hat Surfer gerade so wenig Schaden gemacht? Moment, was ist mit. Ja, ja. Warte. Okay, wir müssen. Eigentlich müssen wir Glutok reinnehmen. Was das Problem ist Kamerup. Kamerup. Wir müssen Kamerup erstmal loswerden. Ja, erstmal Vader Surfer und Donnerblitz auf Kamerup. Haben wir was Stärkeres als Surfer? Kamerup ist. Ist kein. Ist es Boden? Ja. Komm, wir probieren's. Wir probieren's. Ich will jetzt nicht nachgucken. Boah, Alter! Oh, es wird geheilt, es wird geheilt! Ja, ja! Nein! Ja, okay, ja. Wir haben es gelernt. So, wir haben es gelernt. Ich wollte gerade sagen, ist es der richtige Moment, jetzt zu lernen? Ja, nee, überhaupt nicht. Okay, ich heile, nochmal Surfer. Mew Game Plus wäre eigentlich jetzt perfekt. Ja, dann mach ihn rein. Nee, komm, das kriegen wir schon hin. Na gut. Kamerup weg. Verdammt. Nee, nee, nicht nochmal Donnerblitz. Mach Donnerblitz auf Kabutops. Oder? Nee, wir müssen den. Ja, Kabut. Nee, Kamerup. Nee, das geht gar nicht. Ich weiß doch nicht. Das Dumme ist, ich hab die Pelikrani-Runde dummerweise fürs Heilen benutzt. Ich hab's gar. Deswegen. Nee, aber dann mach B. Kannst du ja zurücknehmen. Nee. Wurde schon eingesetzt, heilen. Ach so. Oh. Okay, dann Donner. Ja, hab's auch ein bisschen Schaden. Wie viel Schaden macht das? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, Pelikrani macht jetzt erstmal Surfer in Ruhe. Ja, in Ruhe Surfer. Erstmal Surfer und den heilen wir. Der heilt sich. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, Ilias, alles gut. Alles hin. Alles gut, alles cool, alles cool. Alles gut, Ilias, alles gut. Aber Kamerup ist so nervig. Ich
Ich glaube, Cedric muss raus. Cedric muss raus. Ein Volltreffer. Ja, der wird nochmal einen Hypertrank einsetzen oder so. Nee, nee, jetzt nicht. Hypertrank benutzt er gleich nur im roten Bereich, oder? Oder ja, auch im gelben Bereich. Beere, aber... Ja, Beere ist okay. Nochmal. Nochmal. Und den würde ich rausnehmen. Willst du rausnehmen? Fliegen? Nee, fliegen bringen wir es. Ich würde, glaube ich, Mew reinmachen. Ja, du bist dran, Mew. Beide Level 42. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein. Okay. Okay. Heilen. Aber sowas von. Alter, das ist ein Anime-Moment. Pelikrani hat's geschafft. Okay, Moment. Schockwelle. Spukball? Spukball. Eis. Ich würde Spukball auf Kabutops. Kabutops oder Kamerup? Ich glaube, Kamerup ist jetzt mit dem Surfer. Ach so. Wird nicht einsetzen. Wurde geheilt gerade. Ah, okay, nee, dann würde ich auf Kamerup. Das ist so ein Mist. Auf Kabutops. Oh, schon wieder. Das ist so ein Mistvieh. Alter! Hey, hey, wenn wir es einsetzen können, darf er es auch einsetzen. Oder sie. Oder die Zwillinge. Das ist okay. This is the way. Assi. Nein, 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 nein. Ich glaube, Stahlflügel ist gut auf Kabutops. Probier mal. Ist ja Gestein, Stahl. Stahl ist gut gegen Gestein. Mmh. Hä? Hab mich geirrt. Ah, Lebensschuss. Boden. Okay. Ist aber nicht gut, Initiative. Ja, alles gut, alles gut. Haben die sie. Oh, come on! Come on! Steigt die Verteidigung auch noch? Spezialverteidigung steigt stark. Elias, Elias. Bring es hin. Es ist halt nervig. Es fängt an, richtig nervig zu werden. Das Feuer, das macht keinen Sinn. Ja, probier's. Ach, scheiße, er ist noch am Body. Digga. Oh Gott, wir sind so dumm. Wir sind so dumm, wir denken nicht mehr nach. Ja, nee, den Call habe ich Ihnen gerade aus dem Chat gelesen. Weg mit dir! Okay. Okay, Mew Game Plus heilen, heilen. Ja, jetzt heilen. Nee, 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 mach einen Surfer und dann heil in der Mew Game Plus. Hä? Hab ich doch. Das ist gerade Mew Game Plus. Ja? Achso, okay, sorry. Oh, oh. Okay, nicht gut. Kabutops muss eigentlich jetzt raus. Kamerup ist jetzt weg. Ja. Das ist gut. Aber Kabutops muss weg, weil... Der charged gerade, ne? Der charged. Haben wir... Oh, ist das dein letztes Pokémon? Ich würde Pelikani rausnehmen. Ja, würde ich auch rausnehmen. Ganz entspannt jetzt, ganz entspannt. Glurtalk einsetzen. Das ist ein Instant-GG. Was soll denn jetzt noch kommen? Das ist ein Pflanzen-Pokémon, das ist Gestein-Wasser. Ja, okay. Und nicht, dass er jetzt so ein ekelhaftes Käfer-Ding einsetzt. Wer weiß. X. Boah. Ist er down? Ist er down? Ja. Der ist down! Puh. GG. GG. Ja. GG. Also, ich würde sagen, der meiste Damage, der ausgeteilt wurde, kam von Sampras oder Pelikrani? Pelikrani mit seinem Surfer, Mann. Aber Pelikrani ist generell MVP in diesem Match gewesen. Mental Ordern. Geil. Sehr gut. Haben wir ganz gut Progress gemacht. Ja. TM04 Psychokinese? Oder Gedankengut? Gedankengut. Okay. Erhöht Spezialangriff und erhöht die Verteidigung. Und wer misst ihre Nummer noch?
Ey, war ein guter Kampf. War ein guter Kampf. Ja. Ein guter Kampf. Fand ich auch. GG. Schnell ins Pokémon Center. Ist bald geschafft eigentlich. Naja, wir haben noch einen Arena-Leiter. Wir müssen noch Team Aqua und Magma fertig machen. Aber Team Aqua und Magma ist eigentlich jetzt dran. Vor dem 8. Arena-Leiter? Mhm. Okay. Also das spielt auch in der 8. Arena statt, aber vorher machen wir die platt. Okay, wo? Oh. Upsie du. Hello. Da kommen die ganzen Cosplayer her. Bam, 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 bam. Dieses Fräulein, das verwirrt mich ein bisschen. Oh, das ist ein Stein, das ist ein wunderschöner Stein. Ja, warum nicht? Aber hallo? Altaria. Irgendwie machen, ey. Blöd, dass ich Pelikrani vorne habe. Aber Pelikrani ist strong. Was soll ich machen? Hat beide die gleichen Attacken. Also Typen. Nee, nicht beide. Ach, Mew rein, einen Eisstrahl, dann ist sie nochmal gegessen. Ja. Yeah. Warum ist das Ding Drache? Seepferd schreibt, ist das live? Nein. Nein. Sehr gut. La, 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 la. Eisstrahl. Kapels, erinnerst du dich? Ja. Gute Kapels. Ja, darf man nicht unterschätzen, das Kapels. Ziemlich strong. Kein Treibstoff mehr. Bäm, 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 bäm. Lernt Mew eigentlich auch Attacken oder kann es nur alle TMs erlernen? Es lernt auch Attacken, glaube ich. Kannst so was wie Psychokinese checken? Lernt es. Ja, Psychokinese wollen wir unbedingt haben. Ich check das mal kurz. Offen und ehrlich. Sneebel. Ja, mit Level 40 lernt das Psychokinese. Ist bald nice. Soweit. Nice. Sneebel war Eis-Pokémon, ne? Ja. Und Antikkraft mit 50. Eis-Pokémon nicht gut. Lernt alle 10 Level eine Attacke, das stimmt nicht. Doch, eigentlich schon, aber nur bis Level 50. Chat schreibt auch und Unlicht. Also Eis und. Ja. Nidoking hätte potenziell Chancen gehabt. Ja, wir müssen eh mal gleich gucken, was mit Nidoking ist. Hat doch schon Stärke. Level 34, ja. Nice. Würde dem nicht schaden. Bei der Kyogre fangen wir hier. Oder? Hä? Die legendären, die fangen wir, oder? Ja. Obwohl, ich versuche zu überlegen, ob ich so eingestellt habe, ob das jetzt was anderes ist. Ja, egal was es ist, wie fang's. Ist ein Static. Ja, yeah, gotta catch them all. Stärke ist die neue Meta. Ich sag's, wie es ist. Kennst du das Meme mit den Astronauten? Nee. Wo der eine Astronaut dann hier auf die Erde runterschaut und der andere eine Pistole gegen ihn hält? Stärke ist die neue Meta? Always has been. Hey, Moment mal, was für ein Level haben wir? 37 und das ist 32, aber das okay. Ist. Da macht Sinn, weil ich habe mich gewundert, warum es keine Forced Evolution hat. Ja, ich kann ja trotzdem Rasierblatt einsetzen, aber es bringt ja nichts, weil das ja eine Pflanzenattacke ist. Wir müssen mal nach VSO Hafen Matschbombe holen. Matschbombe? Wo kriegen wir die Matschbombe her? In VSO Hafen. Okay, flieg gleich hin. Oh, das ist nicht gut.
Das ist nicht Kyogre gut. Und Groudon kommen erst nach dem Durchspielen, aber dann ist das anders in Smaragd. Weil in den Hauptspielen war das noch vor. Oh nee. Blocken, blocken, blocken. Blocken, blocken. Blocken, Regie, blocken. Aber es ist doch Pandemie. Aufpassen. Gott, hab ich mich erschrocken. Es geht schon nicht drauf. Der ist trunk. Okay, fliegen wir fast auf den Haufen. Grafikport, Faust auf. So, ihr müsst dranbleiben, weil Annette ist wahrscheinlich gleich in der nächsten Sendung mit drin. Das ist nicht Annette, das ist Gregor. Mit Fabian. Wirklich? Ja. So. Das kommt's ja noch, ey. Dann hätte er anfängt. Vielleicht ist Fabian Annette. Oh, what a twist. Oh, what a twist. Okay, wo kriegen wir das Ding jetzt? Ich bin Faust auf Hafen. Guck mal in irgendeinem Häuschen. Hier ist es drin. Ich sag's dir, hier ist es drin. Hm, oder auch nicht. Okay. Chat, wo ist denn Matschbombe hier? Hier vielleicht? Oh Gott. Oh je. Oh je. Matschbombe. Ah, here you go. Plasma schreibt, gibt keine Matschbombe. Well. Well. Dead Delay, würde ich mal sagen. Ist nicht gut gealtert. Ja. Okay! Oder Nidoking? Ja, was sagen wir? Nidoking oder unserem guten Bisa? Ich würde Nidoking sagen, ne? Weil. Aber Bisa-Floor hat echt keine guten Attacken. Eigentlich gar keine. Naja, Rasierblatt und Gigasauger. Ja, und Matschbombe würde das halt echt gut. Und hat noch Toxin. Matschbombe würde das gut. Das finde ich gut. Wolfenbein fragt, wer hat mehr Spezialangriff? Und das entscheidet für mich. Das finde ich gut. Das finde ich. Das ist gut. Special. 82. Alter, 86. Ah ja, 86 auf 82 Verteidigung. Und so, ja, gut, das ist Level 37, ne? Ja. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass unser Nidoking mit Level 37 auf über 80 kommen wird. Ich würde sagen, wir geben das hier. Gibt es physisch? Das Matschbombe ist doch nicht physisch. Naja, doch. Hier ist alle Evoli-Entwicklung. Hier ist es anders. Genau, alle Evoli-Entwicklungen sind. Also ja, vergessen. Typen, ja. Vergessen. Vergessen. Okay, was hat das 75? Geh mal hoch. 75, ich glaube. 75. Und das ist Level 37. Das heißt, Nidoking bekommt es. Weil ich gehe mal davon aus, dass Nidoking noch ein bisschen mehr Angriff bekommen wird. Mark S. schreibt: Mach den King zum King. Gift ist physisch. Gift ist physisch. Habt ihr recht. Fähigkeit von Nidoking war, glaube ich, wie war's nochmal? Giftdorn. Giftdorn, vergiftet bei Berührung. Ja, das Ding ist Toxic AF. Ja, okay, dann Nidoking. Ja. Es ist entschieden. Chat hat entschieden. Beziehungsweise die Stats haben entschieden. Und Chat hat uns geholfen. Gehen wir nochmal ganz kurz runter auf Gift. Matschbombe. 90 Schaden, Mann. Energiefokus weg, ne? Oder nee, Giftstachel kann weg. Ich weiß nicht, ob du den Energiefokus noch haben möchtest, aber. Ja, komm, dann mach den Giftstachel weg. Willst du den Energiefokus wegmachen? Ja, komm. Also 15 ist halt ein Witz. Ja, dann Giftstachel weg. Giftstachel zum Fangen. Nee, wir benutzen eine andere Pokémon zum Fangen. Wir haben doch Giftpuder, oder nicht? Oder Schlafpuder? Nee, Schlafpuder. Gift. Ich würde
Gift nicht zum Fangen benutzen. Oder Toxin haben wir. Das würde ich auch nicht zum Fangen benutzen. Aber theoretisch haben wir das. Ja, wir haben Donnerwelle und Schlafpuder zum Fangen. Ja. Ey, das war doch eine gute Basis. Eine gute Basis. Ich fliege uns nochmal hin. Wir haben hier den neuen Orden. Wir haben Nidoking. Nidoking kann jetzt Matschbombe. Wir sind Sokko losgeworden. Das sagst du. Ich glaube, und wir haben... wir haben noch ein ganz wichtiges Pokémon. Und zwar das billige Ho-Oh. Das Ho-Oh für Arme. Ja. Das nehmen wir aber auch mit. Ich bin, wir gucken mal, was nächste Woche passiert. Wobei, nächste Woche findet es nicht statt, glaube ich. Nee. Doch, nächste Woche finden wir zur Primetime statt. Also, nächste Woche ist das EM-Studio. Um diese Uhrzeit... Und alle, die meinten so, ah, ich muss ja auch mal länger arbeiten, ich kann erst um 20 Uhr gucken. Keine Sorge, wir laufen diesmal zu Primetime. Ganz genau. 20 Uhr wahrscheinlich. So, jetzt geht es weiter mit der großen E3-Vorschau. Wir haben den guten Gregor und Fabian im Game Talk-Set, die ein bisschen über die nächsten Tage sprechen und euch einen Überblick darüber geben, was uns und euch vor allem hier so erwartet. Da wünschen wir euch viel Spaß. Macht's gut und bis nächste Woche hier bei Pokémon.